Ich bin sicher, dass die Zustimmung zum Euro genau wie seinerzeit die Zustimmung zur D-Mark so sein wird, doch schon in wenigen Jahren, dass die meisten sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es einmal anders war. Und ich sage noch etwas. Ich bin auch ganz sicher, dass schon in wenigen Jahren, wie wir bei anderen geschichtlichen Ereignissen es erlebt haben, diejenigen, die heute auftreten mit ihrem Nein und ihrer Gegenposition, das alles leugnen werden, dass sie je einmal eine solche Meinung vertreten haben. Meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Ja, zur Einführung des Euro, das ist ja nun schon etliche Jahre her, da war ich so tief in den Themen noch gar nicht drin. Auch da war ich noch sehr in den oberflächlichen Bereichen, habe das geglaubt, was in den Zeitungen stand und habe zwar die kritischen Stimmen wahrgenommen, aber dachte, Mensch, das wächst Europa zusammen und ich war schon immer, seit ich zurückdenken kann, ein großer Verfechter von Europa, von einem vereinigten Europa, dass Europa immer stärker zusammenwächst und das war ein sehr idealistischer Traum und da war diese Währung ein Teil davon. Ich habe mir damals nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie ich das in den Jahren danach getan habe, als auch die Probleme offenkundig waren. Es war auch nicht mein Kernbereich damals und man hat das, ich habe das wie viele andere auch einfach als einen nächsten Schritt hingenommen, ohne diese Probleme zu extrapolieren. Aber es waren damals schon warnende Stimmen da, die genau das angekündigt haben, was denn jetzt auch eingetreten ist. Und tatsächlich, der Euro war ein Fehler. Die Einführung des Euros war definitiv zu diesem Zeitpunkt ein Fehler und das baden wir jetzt aus. Ich war ja ein sehr enthusiastischer Befürworter des Euro und hatte mich intensiv mit den möglichen Vor- und Nachteilen auseinandergesetzt und erinnere mich noch sehr gut, damals in den 90er Jahren war in Deutschland die Diskussion ja nicht mehr, geht Deutschland in den Euro oder nicht, sondern die Diskussion war, kommt Italien und Spanien mit hinein? Und nach einigen Reisen, sowohl nach Madrid als auch nach Rom, übrigens in Abstimmung mit der damaligen Bundesregierung, habe ich mich dann entschlossen, auch
für die Aufnahme dieser beiden Länder zu votieren. The introduction of the euro was a brilliant idea. It's something the world needs. It would do great things for the world. The world needs something to compete with the US dollar. The US dollar is a terribly flawed currency. We need something to replace the dollar. The euro on paper yens would be perfect. It's a big geographic area, a big economy. As a whole, it's not a huge debtor like the US is. It would be fantastic. Unfortunately, the execution of the euro has not been very good in recent years. But the world needs something like the euro. Ich habe das damals begrüßt. Zu der Zeit war ich der Berater des damaligen Finanzministers. Und ich habe das als eine gute Idee empfunden, dass wir eine gemeinsame Währung teilen werden. Natürlich hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass bestimmte Regeln gelten und auch eingehalten werden. Zum Beispiel der Artikel 125 des Lissabonner Vertrages. Jedes Land haftet für seine Schulden selbst. Und von diesem Gesichtspunkt aus habe ich den Euro als ein richtig gutes Projekt empfunden. Ja, ich hatte eigentlich eher einen positiven Eindruck damals, weil es natürlich für Europa günstig ist, eine Handelszone zu bilden und eine gemeinsame Währung zu haben und die Zölle abzuschaffen und die Einreise aus den Ländern und aus den Ländern zu erleichtern. Deshalb war ich relativ positiv. Ich würde sagen, ich habe den Euro eigentlich mit Spannung erwartet, weil ich gefragt habe, kann sowas funktionieren? Gibt es so einen großen Währungsraum mit vollkommen unterschiedlichen Nationen, mit Menschen, deren Naturell unterschiedlich ist, deren Lebensweise unterschiedlich ist? Und ich muss auch sagen, ich habe eigentlich daran geglaubt, dass das funktionieren kann, weil ich den Ökonomen geglaubt habe. Der Euro wurde eingeführt mit einem quasi historischen Beifang an Suggestionen. Es wurde suggeriert, dass jetzt eine Währung käme, von der alle diejenigen, die sie nutzen würden, auch profitieren würden. Quasi, man habe von etwas mehr, was man bisher noch gar nicht hatte. Well, Germany should be the winner. Germany, it wasn't just the Germans who thought of this, but the Germans had enough sense to understand they would be good. It's great for Europe. You don't have to change money 15 times, even as a tourist. You don't have to change money every time you go to a different country. As a business, you don't have to send out different bills and different currencies. You know, it's brilliant for businesses, including Germany, including Greece. Now, unfortunately, Germany now has itself in this situation where it's got a lot of partners in this thing which haven't been playing by the rules. If Germany can control it and make everything come together, it will be fantastic for Germany. It will be great for Germany. The problem is, if I were a German citizen, I would not want to pay for some Greeks to sit on the beach and drink ouzo. Ja, Deutschland hat von dieser Euro-Einführung profitiert, das kann man wirklich sagen. Wobei man genau unterscheiden muss, wen man mit dieser Dominanz meint, wer hier denn tatsächlich gewonnen hat. Und es war einerseits die Exportindustrie natürlich, die profitiert hat. Warum? Wir haben eine Währung über ganz viele Staaten drüber gepackt, über ganz unterschiedliche Systeme. Jedes System braucht die Währung, die zu seiner Leistungsfähigkeit passt. Anders kann das nicht funktionieren. Ich würde nicht sagen, Deutschland ist der Gewinner des Euros, aber ich würde sagen, dass es natürlich in Deutschland schon Gewinner des Euros gegeben hat. Die Unternehmen, die exportiert haben, deren Gewinne gestiegen sind durch die steigenden Exporte, sind fraglos Gewinner des Euros gewesen. Leider haben nicht alle gewonnen, denn die Löhne und Gehälter stagnieren seit vielen Jahren, wie auch das Institut Einsbach festgestellt hat. Ungefähr schon vor Einführung des Euros haben die Löhne und Gehälter oder stagnierten die Löhne und Gehälter in Deutschland. Dieser Prozess hat sich fortgesetzt, auch während des Euros. Das heißt, wir haben einen Teil dieser Exporte halt durch sinkende Löhne oder real sinkende Einkommen finanziert. Unterm Strich heißt es dann, dass
für mich, dass Deutschland sicherlich nicht vom Euro profitiert hat, aber es gibt einige wenige, die zu den Gewinnern des Euro zählen. Die Kaufkraft der Bürger kommt seit 10 Jahren nicht aus der Kabine. Warum? Unter anderem, weil die Währung, mit der sie bezahlt werden, zu schwach ist. In Griechenland haben wir genau den umgekehrten Effekt gesehen. Durch die plötzlich explodierende Stärke der Währung ist der Export eingebrochen auf zwischen 6 und 8% der Wirtschaftsleistung. Und gleichzeitig die Kaufkraft der Bürger stark nach oben gegangen, weil sie jetzt für ihre doch schlechte Produktivität mit einer viel zu starken Währung bezahlt wurden. Sie hat eine größere Kaufkraft und dass diese Verschiebung haben wir in Griechenland zugunsten der Bürger gesehen, in Deutschland zu Ungunsten der Bürger. Also wenn wir sagen, Deutschland hat von dieser Währungsunion, von dem Euro massiv profitiert, dann müssen wir sagen, die exportorientierten Unternehmen in Deutschland haben davon profitiert, aber nicht die Masse der Bevölkerung. Die Finanzkonzerne, die international sich organisiert haben in dem Kartell Institute of International Finance mit ihrem Vorsitzenden Josef Ackermann, die haben profitiert. Die einfachen Menschen, die Staatsbürger, der Staat selbst, die Republik hat unter diesem Finanzsystem nur gelitten. Einer der möglichen Vorteile des Euro für die deutsche Industrie war natürlich die Tatsache, dass große Konkurrenten wie zum Beispiel Italien oder Spanien nicht mehr abwerten konnten. Und insofern war es mir gerade recht, dass diese Abwesenheit dieser Competitive Devaluations, wie es im Neudeutschen heißt, tatsächlich der deutschen Industrie geholfen haben. Das war sicherlich ein Vorteil, der hat sich auch bestätigt. Nur der ist inzwischen zu einem Nachteil geworden, denn man sieht ja ganz deutlich heute, der Euro ist viel zu stark für die Südländer, übrigens einschließlich Frankreichs. Und er ist viel zu schwach für Deutschland. Und es ist ein absurdes Exportförderungsprogramm, finde ich jedenfalls, was es der deutschen Industrie ermöglicht, günstig zu exportieren und dann den deutschen Steuerzahler und seine Kinder dafür verantwortlich macht, das, was diese Exporte im Süden auslösen, mit zu verantworten. Das heißt, wir müssen letzten Endes die Exporte selbst bezahlen. Deutschland hat vom Euro nicht profitiert. Allein schon, wenn man die Target-2-Forderungen anschaut, mit fast 800 Milliarden Euro, die die Bundesbank an andere Notenbanken verliehen hat, ist es doch wohl offensichtlich, dass Bundesrepublik Deutschland den Exportboom der letzten Jahre selbst finanziert hat, was ökonomischer absoluter Irrsinn ist. Ja, Deutschland ist Exportweltmeister, das ist richtig, aber im Endeffekt bezahlt Deutschland seine Exporte selbst. Und aus dieser Sicht, wenn zum Beispiel die Eurozone auseinanderbrechen sollte, dann wird Deutschland der Verlierer sein. Deswegen, ich stimme da bestimmt nicht zu, dass Deutschland am meisten profitiert von der Eurozone. Das ist einfach nicht wahr. In dem Maße, wie die Menschen ihn in der Hand haben werden, werden sie sich auch daran gewöhnen. Man kann das nicht wegdiskutieren, sondern es wird sich einfach zeigen, dass die Befürchtungen alle unberechtigt waren. Und dann wird man in ein paar Jahren sagen, warum haben wir das überhaupt skeptisch gesehen? Die Grundidee eines gemeinsamen Marktes in Europa war wahrscheinlich gut. Die Ausführung war eine Katastrophe. Da sehe ich hauptsächlich Ein riesengroßen Fehler, das ist die Aufnahme von Griechenland und von Italien in die Eurozone. Ich denke, die meisten Probleme wären heute viel kleiner oder wären sie gar nicht, wenn diese zwei Länder nicht aufgenommen worden wären, beziehungsweise alle Länder, die Maastricht-Kriterien nicht erfüllt haben. Die Politik hätte eigentlich den Euro gar nicht ins Spiel bringen sollen oder die Europäische Währungsunion erst gar nicht beginnen sollen. Die war von Anfang an ein volkswirtschaftlicher Fehler. Man kann nicht Volkswirtschaften wie Griechenland, Portugal, Italien mit Deutschland in eine Währungsunion packen. Problem ist ja, dass alle Währungsunionen in der Vergangenheit schon gescheitert sind. Man hätte nur in die Vergangenheit schauen müssen. Und in der Vergangenheit ist es halt so gewesen, dass die letzte Währungsunion in Europa, die lateinische Münzunion, 1924 ad acta gelegt wurde, ironischerweise auch hier ausgelöst durch Griechenland. Die Vergangenheit hat alles schon gebracht, man muss nur aus der Vergangenheit lernen. Papandreou verlangte, dass auch die griechischen Buchstaben auf die neuen Banknoten, auf die neuen Euro-Banknoten aufgedruckt werden. Ich schaute ihn erstaunt an und sagte, hör mal,
ihr seid nicht dabei und ihr werdet auch nie dabei sein. Theo sagte, bist du sicher, dass ihr beim Euro dabei sein werdet? Ich sagte, na klar, lass uns wetten. Let's bet. Und vor 10 Jahren hätte sich das niemand vorstellen können, dass Griechenland und viele andere in so kurzer Zeit das Staatsdefizit ganz konsequent begrenzt. Die Leute, was weiß ich, der damalige Finanzminister Deutschlands, der da auch zugestimmt hat, und da können Sie die Schuldigen benennen, die sich einfach über ihre eigenen Regeln hinweg gesetzt haben. Das war ein riesengroßer Fehler. Und ohne jegliche Verantwortung, ja. Da wurde niemand zur Rechenschaft gezogen deswegen. Wobei, da sind massive Schäden entstanden. Der Euro war bei seiner Einführung, wie wir heute wissen, ein Fehler. Damals wussten es bereits viele, die die Stimme erhoben haben. Heute wissen wir es definitiv, dass es ein Fehler war. Helmut Kohl selbst, der Vater des Euro, wenn man so möchte, hat selbst 1991 in einer Rede vom Deutschen Bundestag gesagt, es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass eine Währungsunion ohne politische Union langfristig wird funktionieren können. Trotzdem hat er diese Währung eingeführt. Nach heute fast einhelliger Einschätzung der damals Beteiligten und der Historiker war es ein Preis für die Wiedervereinigung Deutschlands. Wie die Erfahrung der Tage zeigt, dass wir Deutsche an jeden Tag uns daran erinnern sollten und sollen, dass die deutsche Einheit ohne den Prozess der europäischen Einigung nie möglich gewesen wäre. Der französische Präsident hat der Wiedervereinigung, vor der er große Sorge hatte, dass Deutschland wiedervereinigt mit der starken D-Mark die Dominanz in Europa übernimmt, nur zugestimmt, wenn Deutschland sich im Gegenzug bereit erklärt, ins europäische Haus mit einzuziehen, verpflichtend, verbindend mit einzuziehen, dass man sie dabei hat. Und das war aus französischer Sicht nur über den Euro möglich, über eine gemeinsame Währung. Helmut Kohl hätte sich das über eine politische Union gewünscht, über ein viel engeres Zusammenarbeiten auf politischer Ebene als über eine Währung. Die Währung wäre für ihn am Ende gekommen. Das wäre auch der richtige Weg gewesen, aber die Franzosen haben darauf bestanden und so war das zumindest nach heutiger Lesart der Preis für die Wiedervereinigung dieser Euro. Und dann, jetzt haben wir ihn am Bein, jetzt müssen wir damit leben. It started out with just a few small, few economies and a contract, the Maastricht Treaty, which said everybody has to run a tight economy. You cannot build up debts, you cannot build up big deficits, and everybody said, we agree. Those first few countries wrote the contract and agreed, and they meant to do that. Unfortunately, what happened then was they started bringing in everybody else, and they all started lying about their accounting, they started lying about their finances, they brought in Greece, they brought in people who had no history of sound economies. They brought in people with no history of sound economics. And so it started getting worse and worse and worse. And then everybody wanted to pile in. Then everybody started using phony bookkeeping. And now the euro is a terrible mess. If they'd done it right in the first place, it would have been brilliant for the world. The world needs something like the euro. I'm afraid the euro now is not going to survive. Es wurden einige Fehler gemacht bei der Einführung des Euro. Der erste Fehler war zum Beispiel übrigens gegen meinen damaligen öffentlich vorgebrachten Protest, die Aufnahme Griechenlands. Ich erinnere mich noch gut, wie damals die Bundesregierung argumentiert hat. Sie hat gesagt, ja, die Wiege der europäischen Demokratie muss natürlich von Anfang an dabei sein. Und als ich darauf hingewiesen habe, dass selbst die offiziellen Zahlen nicht ausreichend, um Griechenland den Eintritt in die Eurozone zu ermöglichen, hatte man gesagt, aber Henkel, das sind doch nur 3% des Gesamtvolumens, die können doch gar nichts ausmachen. Das war der erste fundamentale Fehler. Der zweite war dann, dass Frankreich und Deutschland die Neuverschuldungsgrenze gerissen haben. Der dritte Fehler war, dass beide Länder dafür gesorgt haben, dass sie dafür nicht bestraft wurden. Das waren ja alles eklatante Verletzungen des Maastricht-Vertrages. Verträge wurden von oberster Stelle gebrochen. Für mich ist der Euro und die Eurozone eine beispiellose Serie an Vertragsbrüchen, Lug und Betrug. Und zwar von oberster Stelle. Und das ist doch schon ein Zeichen, dass das System gescheitert ist. Aber der größte Fehler, den entscheidenden Fehler, hat Frau Merkel gemacht. Im Mai 2010, als sie auf französischem Druck die Brandmauer zwischen dem deutschen Steuerzahler und seinen Kindern auf der einen Seite und ausgabefreudigen Politikern in anderen Ländern auf der anderen Seite eingerissen hat. Das war die sogenannte No-Bailout-Klausel, die ja eigentlich untersagte, dass man Ländern, die in finanzielle Not geraten, dass man diese Länder unterstützt.
Von Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht am 7. Februar 1992 bis zur Einführung des Euro am 1. Januar 1999 gibt es im engeren Sinne einen 7-jährigen Vorbereitungsprozess. Wir haben doch alle notwendigen Voraussetzungen für dauerhafte Stabilität getroffen. Die Bundesregierung hat mit unseren Partnern gemeinsam, aber wir haben eine wesentliche Rolle dabei gespielt, im Vertrag von Maastricht durchgesetzt, dass die Europäische Zentralbank in Frankfurt so unabhängig ist wie die Deutsche Bundesbank und zuallererst der Stabilität der Währung verpflichtet ist. Meine Damen und Herren, nach der vertraglichen Regelung gibt es keine Haftung der Gemeinschaft für Verbindlichkeit der Mitgliedstaaten und keine zusätzlichen Finanztransfers. Wir haben einen Vertrag, in dem heißt es, dass es nicht die Möglichkeit gibt, Staaten rauszukaufen. Ja, nur damit wirklich klar ist, was sich in diesen Tagen abspielt. Es geht nicht nur um Geld, es geht auch um das Einhalten von Verträgen. Eigentlich war bei der Einführung des Euro ausdrücklich verboten worden, dass ein Land für die Schulden eines anderen aufkommt. Und es war ausdrücklich nicht vorgesehen, dass die Zentralbank Staatsanleihen aufkauft. Damit sollte der Euro hart und stabil gehalten werden. Aber das alles gilt nicht mehr. Es ist mir ein Rätsel, wie es sich überhaupt Politiker in Brüssel leisten können, zu sagen, die Regeln, die gelten für uns nicht. Wie ich bereits erwähnt habe, Artikel 125 des Lissabonner Vertrages, das ist doch die Verfassung der Europäischen Union. Und irgendwelche Herren und natürlich auch Damen sagen sich, für uns gilt das nicht. Alle müssen die Regeln einhalten, außer uns. Das ist auch ein Defizit der Demokratie, dass jemand sich einfach hier leistet. Also das ist für mich schleierhaft, wie man das machen kann. Seit 2008, seit Beginn der Krise, hat die Politik nur eines betrieben, und zwar volkswirtschaftliche Schadensmaximierung. Alles, was man falsch machen konnte, haben sie falsch gemacht. Für mich als Ökonom ist es ein absoluter Horrorfilm. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Wenn man die Arbeitslosenzahlen jetzt in Südeuropa anschaut, ein Desaster. Der Bruch dieser No-Bailout-Klausel hat natürlich den Finanzmärkten, oder man muss besser sagen, hat den Spekulanten gezeigt, dass es sich lohnt, gegen Euro-Staaten zu wetten. Und das haben sie dann natürlich auch verstärkt getan. Wäre damals Europa hart geblieben, hätte gesagt, wir bleiben dabei, wir kaufen kein Land raus, hätte das die Spekulation eingedämmt. Also zuerst kam die erste Griechenland-Hilfe und die haben wir abgelehnt. Slowakei war das einzige Land in der Eurozone, das die erste Griechenland-Hilfe abgelehnt hat. Das war im Juli 2010. Und einen Monat später, im August, kam der EFSF-Vertrag, also der befristete Rettungsschirm. Und wir haben ihm zugestimmt, meine Partei und auch ich selbst, haben für diesen befristeten Rettungsschirm im August 2010 gestimmt. Und das aus drei Gründen. Erstens sollte der befristet sein für 3 Jahre. Zweitens, es sollten nur Länder gerettet werden, keine Banken. Und drittens, nur solche Länder sollten ein Darlehen bekommen, dass die in der Lage sind, es dann auch wieder zurückzuzahlen. Alle drei Versprechungen wurden 6 oder 10 Monate später gebrochen. Der befristete Rettungsschirm sollte durch einen dauerhaften, durch den ESM ersetzt werden. Auch Banken sollten gerettet werden können. Heute spricht man sogar darüber, dass auch solche Banken gerettet werden können, deren Länder noch nicht im Programm sind. Und drittens, mit der zweiten Griechenlandhilfe wurde das eigentlich alles zum blanken Hohn. Und das waren die Gründe, wo wir, meine Partei und ich, dann gesagt haben, nein, hier stimmen wir nicht zu. Ich war auch sehr enttäuscht, zum Beispiel auch von der Frau Bundeskanzlerin Merkel, weil sie persönlich hat mehrmals sich geäußert, es wird keinen dauerhaften Rettungsschirm geben. Uns wurde im Deutschen Bundestag versprochen, dass die Griechenlandhilfe eine einmalige Hilfe ist, die absolute Ausnahme und sonst nichts. Die Tinte war noch nicht trocken, schon wurde einen Tag später in Brüssel der jetzige Rettungsschirm EFSF vereinbart. Als der Deutsche Bundestag das sogenannte Euro-Rettungspaket verabschiedete, wurde hier erklärt, dass ohnehin niemand unter diesen Rettungsschirm flüchten wird. Bereits wenige Monate später drängten
sich erst Irland, dann Portugal und bald auch Griechenland unter den Schirm. Am 27.10.2010 erklärten Sie, Frau Bundeskanzlerin, hier im Hohen Haus, ich zitiere, er läuft 2013 aus. Das haben wir auch genau so gewollt und beschlossen. Eine einfache Verlängerung kann und wird es mit Deutschland nicht geben, weil der Rettungsschirm nicht als langfristiges Instrument taugt, weil er Märkten und Mitgliedern falsche Signale sendet und weil eine gefährliche Erwartungshaltung gefördert wird. Ich war schon überrascht, wie wenig das Wort eines Politikers zählt, auch in Deutschland. Da gibt es eine ganze Reihe Versäumnisse der Politik. Man kann anfangen bei der Aufnahme Griechenlands in den Euro. Das hätte man sicherlich anders prüfen müssen und man hätte zu einem anderen Ergebnis kommen können, glaube ich, wenn man das ernsthaft geprüft hätte. Dann mache ich mal einen großen Sprung. Jenes Jahr 2010, als die Griechenland-Krise offenbar wurde, da hat die Kanzlerin sehr lange gezögert, hat gesagt, Griechenland bekommt kein Geld, hat durch ihr Zögern die Spekulation angeheizt und die Krise verschärft zu einem Zeitpunkt, da sie eigentlich noch beherrschbar gewesen wäre oder vermutlich beherrschbar gewesen wäre. Dann gibt es eine Reihe von demokratischen Defiziten in der Behandlung der Krise. Dann nehme ich zum Beispiel mal die Geschwindigkeit, mit der dann, nachdem wir also erst lange gezögert haben, wurden die Instrumente oder die notwendigen Schritte zur Eindämmung der Krise mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit durch das Parlament gejagt. Das heißt, innerhalb von wenigen Tagen hat der Bundestag und Bundesrat über Milliardenhilfen entschieden. Ich sage mal nur, es gibt einen Vergleich über die Erhöhung des Hartz-IV-Satzes. Um 5 Euro haben die Fraktionen im Deutschen Bundestag ungefähr 6 Monate debattiert, zum Teil bis tief in die Nacht. Ja, und die ersten Milliardenhilfen für Griechenland wurden dann innerhalb von einer Woche durchgeboxt. Das ist so das Verhältnis, in dem wir dann gearbeitet haben. Da muss man auch sagen, das eigentlich Gravierende daran ist, dass es keine Debatte mehr gab. Das heißt, die Parlamentarier wurden überrumpelt und sie haben auch nicht nachgefragt. Es gab wirklich keine ernsthafte Auseinandersetzung in den Parlamenten über die Notwendigkeit dieser Hilfen, über die Höhe der Hilfen und über die Konsequenzen dieser Hilfen. Wie hoch ist denn der deutsche Anteil an den Kreditbürgschaften? Naja, wir haben im Moment Nein, ich möchte dazu lieber nichts sagen. Wie hoch ist dieser Anteil? Kann ich es momentan nicht genau sagen. Ungefähr geschätzt? Oh, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. So grob? Nee, kann ich Ihnen jetzt im Detail nicht sagen. Ungefähr? Milliarden. Wen wurden schon Kredite vergeben vom EFSF-Rettungsschirm? Ich kann Ihnen das jetzt nicht genau auf den Euro sagen. Und an welche Länder? Könnten Sie da mal einen Cut machen? In dem Augenblick, als Sie auf französischen Druck die Brandmauer, die Nobel-Klausel im Mai 2010 eingerissen hatte, da hatte sie sich an den deutschen Steuerzahlern und seinen Kindern versündigt. Und den Preis für diesen gewaltigen Fehler von damals, den zahlen wir heute schon. Und was mich so wundert ist, die Medien machen das ja alle mit. Damals hat sie gesagt, dieser EFSF, dieser temporäre Rettungsschirm, läuft im Jahre 2013 natürlich aus, hat sie erzählt im Bundestag. Es kostet uns nichts. Ja, wir würden sogar toll an den Gewinnen der höheren Zinsen profitieren für unsere Kredite. Ja, wo stehen wir heute? Soeben musste die Bundesregierung einen Nachtragshaushalt einreichen für das Jahr 2012 und hat damit die Neuverschuldung verglichen mit dem Jahr der Neuverschuldung des Jahres 2011 mal soeben verdoppelt. Und das noch lange nicht das Ende. Denn nicht nur die 10 Milliarden, die sie da nachschieben musste für den ESM, sind jetzt fällig, sondern die staatlichen Banken, zum Beispiel die Hypo Real Estate oder die Bayerische Landesbank oder die WestLB und die anderen Landesbanken, die müssen alle Abschreibungen vornehmen auf diese griechischen Papiere. Die sind noch einmal ca. 10 bis 12 Milliarden wert, in Anführungsstrichen. Und dann hat die Bundesbank jetzt schon zum zweiten Mal erheblich reduzierte Gewinne an den deutschen Fiskus überwiesen,
auch weil die Bundesbank jetzt schon die ersten Abschreibungen vornehmen musste und Sicherheiten vornehmen musste für die Papiere im Süden. Also wir sind bereits auf dieser abschüssigen, glitschigen Bahn in Richtung Inflationsunion. Was mich am allermeisten ärgert, ist, die Politik hat die Stirn, das auch noch Stabilitätsunion zu nennen. Naja, wir haben festgestellt, dass diese Euro eine One-Size-Fits-All-Währung sein sollte, also eine Währung, die allen gerecht wird. Und man sieht heute, es ist eine One-Size-Fits-None-Währung, das heißt eine Währung, die niemandem gerecht wird. Und der Euro ist viel zu stark für Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und Frankreich. Deren Exporte sind in großer Not, deren Volkswirtschaft wächst nicht mehr, die Arbeitslosigkeit steigt, die Jugendarbeitslosigkeit explodiert, die Steuerbasis schrumpft. Und im Norden, zum Beispiel in Deutschland, ist es in der Tat so, dass vor dem Hintergrund eines abgewerteten Euro aus der Sicht der deutschen Industrie das Exportieren relativ leicht gemacht wird. Und das ist nach meiner Meinung ein fatales System, was letzten Endes die Unterschiede zwischen Nord und Süd immer vergrößert und den Norden immer mehr dazu bringt, den Süden nachhaltig zu alimentieren. Sicher ist, mindestens seit 2008 ist ein Großteil der Exporte, die wir geliefert haben, nicht bezahlt worden. Das dürfte, wenn es zu einem Zusammenbruch von Eurostaaten kommt, ich nehme da mal als Beispiel nur Griechenland, Portugal oder Spanien, das würde der Steuerzahler bezahlen mit seinem Geld, das ist keine Frage. Das heißt, wir hätten dann, wenn es soweit käme, unsere Exporte durch Steuergeld finanziert. Das wäre ein Desaster. Deutschland ist der Zahlmeister und mich selbst überrascht, sehr überrascht, warum Deutschland oder die Eliten Deutschlands oder die Politiker bereit sind, warum die so großzügig mit dem Geld sind. Wenn man eine gemeinsame Währung hat, ohne eine gemeinsame Finanz- und Budgetpolitik, dann hat man bestimmte Probleme. Und das ist, warum von Anfang an bezweifelt wurde, ob die europäische Währung funktionieren könne. Und das ist, was derzeit getestet wird. Ich glaube, das Problem von Tage 2 wird unterschätzt. Solange der Euro bestehen bleibt, solange ist es kein Problem, das ist richtig. Aber in dem Augenblick, und wir gehen davon aus, dass Griechenland den Euro verlassen wird und auch andere diesen Euro am Ende verlassen werden, zumindest ist die Gefahr relativ groß. Sie ist nicht vernachlässigbar bei Null, sondern es ist realistisch da. Und mit einer guten Wahrscheinlichkeit kommt das. Die Konsequenz wäre dann, dass dieses Target-System platzt, dass dann Deutschland auf Hunderten von Milliarden Anforderungen sitzen bleibt. Was hier passiert ist, war nichts anderes als ein Bankrun in den südlichen Ländern. Es wurde Geld in großer Masse von griechischen, italienischen, spanischen Konten abgezogen und nach Deutschland transferiert, auf deutsche Banken, auf deutsche Konten nach Deutschland hin. Das ist nichts anderes als ein elektronischer Bankrun gewesen, der ohne diese Target-Situation zur Pleite der jeweiligen Banken geführt hätte. Das wurde abgefangen, indem dieser Bankrun verhindert wurde auf Umwegen über die Deutsche Bundesbank, die auf der anderen Seite dieses Loch wieder aufgefüllt hat und diese Haftung praktisch übernommen hat. Der Bankrun hätte zum Zusammenbruch der griechischen, spanischen Banken geführt. So hat man diese Banken gerettet, aber diese ganze Last liegt jetzt auf der deutschen Seite. Und das war die Folge dieses Target-Systems. Und dass das kein sinnvolles sein kann, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Die werden momentan unterschätzt. Das Risiko ist viel höher. Trotzdem, es ist eine Milliarde an Tage 2 ist nicht dasselbe wie eine Milliarde an Griechenlandhilfe. Griechenlandhilfe ist definitiv verloren und bei Tage 2 ist es nicht definitiv verloren. Das ist das eine. Das zweite, bei der Griechenlandhilfe, da wissen Sie ganz genau, Sie zahlen Geld, also der Staat muss sich Geld leihen, schiebt es nach Griechenland, wenn die nicht zahlen können, muss der Staat bezahlen. Das geht in seinen Haushalt und dann muss er vielleicht die Mehrwertsteuer erhöhen. Das sind die Verhältnisse und die Beziehungen ganz klar. Und auch die
die Konsequenzen. Aber bei den Target 2, weil niemand kann heute sagen, was passiert, wenn ein Land austritt, was passiert, wenn ein Schuldnerland austritt. Genauso wenig kann jemand sagen, was passiert, wenn die ganze Eurozone auf einmal zerbricht. Und genauso wenig kann jemand sagen, was passiert, wenn Deutschland zum Beispiel austreten würde und hat seine 600 Milliarden Forderungen. Was wäre mit dem Geld? Was ist das überhaupt für Geld und wer schuldet wem und wie? Zum Beispiel die Europäische Zentralbank führt nicht einmal eine Statistik über die Target-2-Forderungen. Die Target-2-Forderungen werden momentan komplett ausgeblendet. Die breite Masse weiß nichts davon und diejenigen, die sich damit auskennen, wissen, wie brisant die Lage ist, aber können auch nichts ändern. Wir reden hier von Summen, die permanent auch steigern. Momentan sind wir bei über 800 Milliarden Euro. Das ist unkontrollierbar. Das Geld können wir abschreiben, weil keine Volkswirtschaft aus dem Süden hat die wirtschaftliche Kraft und die wertschöpfende Industrie, um das jemals wieder zurückzahlen zu können. Also die Target-2-Problematik wird sicherlich von einigen Leuten unterschätzt. Ob sie von anderen überschätzt wird, glaube ich nicht. Ich glaube, man kann das Problem gar nicht ernst genug sehen. Ja, es sind hier Salden entstanden in Höhe von jetzt, glaube ich, inzwischen fast 700 oder 800 Milliarden Euro. Das sind Verbindlichkeiten der anderen EU-Länder gegenüber Deutschland. Diese Verbindlichkeiten, ich sehe nicht, dass diese Verbindlichkeiten bezahlt werden. Es gibt ja im Moment keine tatsächliche Zahlung. Die Realität sieht ja so aus, dass Griechenland noch lange nicht oder vermutlich gar nicht gerettet ist. Es braucht demnächst schon wieder, also spätestens im Herbst, wahrscheinlich früher ein weiteres Hilfspaket. Portugal ist am Ende, Spanien ist ebenfalls soweit. Das heißt, wenn es also zu einem Ausfall käme, da hat ja der Bund der Steuerzahler, der Bayerische Bund der Steuerzahler eine schöne Rechnung aufgemacht. Wenn es zu einem Ausfall käme, alleine durch einen Zahlungsausfall Griechenlands, würde die Bundesbank in so große Schwierigkeiten geraten, dass der Steuerzahler nachschießen muss. Da fällt ein weiteres Land aus, wie Portugal, haben wir riesige Probleme. Das heißt, man muss diese Target-2-Problematik, auf die Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut ja über ein Jahr vergebens hingewiesen hat, wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Es kommt drauf an, von wem, mit wem Sie reden. Wenn Sie mit Professor Sinn reden, dann bin ich der Meinung, wird es richtig eingeschätzt. Das Geld ist weg. Und wenn Sie die Presse betrachten, dann wird das ein bisschen so als, naja, der übertreibt. Oder das wird sich schon lösen, eingeschätzt. Nicht? Wobei ich sagen muss, fast sämtliche Wirtschaftsredaktionen in Deutschland sind ja in unverbrüchlicher Treue, stehen die zum Einheitseuro. Und da kann ja geschehen, was will. Das Gegenteil von dem, was sie vorhergesehen haben, kann passieren. Sie werden weiterhin zum Einheitseuro stehen. Das heißt, die Gefahren, die durch diese Tagesalden ja den Deutschen entstehen, werden nach meiner Meinung in der Öffentlichkeit dramatisch unterschätzt, aber von Herrn Sinn richtig eingeschätzt. Und seine Vorschläge sind natürlich Vorschläge, die man gar nicht mehr in die Realität umsetzen kann. Er sagt zum Beispiel mit Verweis auf ein ähnliches System in den Vereinigten Staaten, dort gibt es das ja auch, zwischen den 50 Bundesstaaten gibt es auch Target-Salden, aber die müssen einmal im Jahr glattgestellt werden. Ja, das versuchen Sie mal, wenn Griechenland es glattstellen wollte, müssten wir ein neues Rettungspaket für Griechenland schnüren, was ungefähr so groß ist wie das, was Griechenland an Target-Salden bereits aufgetürmt hat. Und ich bin mir sicher, dass wir das Geld nicht mehr sehen würden. Wenn wir uns überlegen, was ist Geld eigentlich? Geld ist ein Anspruch auf Leistung. Wer von den Leuten, den Ländern, die uns das Geld schulden, kann diese Leistung erbringen? Wie weit sowas zu treiben ist, bleibt offen. Man kann es beliebig weit treiben, solange dieses Tagessystem bestehen bleibt. Nur in dem Augenblick, in dem der Euro nicht mehr Bestand hat, kommt das zum Platzen. Wie weit man das vorher noch treiben kann, das ist Spekulation und da kann, glaube ich, keiner eine vernünftige Antwort geben. Das kann man unendlich treiben, wenn man es so treibt, wie die Politik das macht. Man wird das Problem lösen mit der Inflation und dann wird am Schluss kommt eine Null hinzu.
Und dann ist das Problem gelöst. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Deutschen sowas erleben. Ich allein in meinem Leben, ich bin jetzt 72, habe solche Währungsumstellungen schon öfter erlebt. Die erste war im Jahr 1948 oder 47, als wir das alliierte Geld bekamen. Das Geld sah aus wie eine Dollarnote, war bunt, aber wesentlich mehr wert als die Reichsmark. Dann kam die D-Mark. Nach der D-Mark kam die Ostmark zur D-Mark. Auch das war eine Währungsumstellung. Und dann kam der Euro. Also ich habe das bereits dreimal erlebt. Und irgendwann werde ich es ein viertes Mal erleben. Ja, schauen Sie, so meine Vision ist, dass die Probleme weiterhin verschoben werden. Denn die Beamten und Politiker, die Krise herbeigeführt haben, sind jetzt immer noch an der Macht. Nicht die Federal Reserve in Amerika ist weitgehend verantwortlich für die Wirtschaftskrise von 2008, 2009. Das sind die gleichen Leute dabei, die früher dabei waren. Wobei sie jetzt erkannt haben, dass übermäßiges Kreditwachstum eben zu Problemen führen kann. Sie geben es nicht offiziell zu, aber sie wissen es. Es war zu der Zeit, das war 2007, August 2007, es war sehr schwer vorhersagbar, was die Subprime-Krise anrichten wird und wie stark sie nach Europa rüberschwappen wird. Vor allem deswegen, weil die Informationen sehr vage waren und auch die besten Fachleute haben oft nicht gewusst, was sich hinter diesen Asset-Backed Securities, was sich hinter diesen verbirgt und welche Banken wem oder wer welchen Banken schuldet, hat man ja alles nicht gewusst. Ich war auch überrascht, wie stark Europa schlussendlich betroffen war von der Krise in den USA. Aber Europa wäre nicht so stark betroffen gewesen, wenn es selbst gesündere Haushalte hätte. Ja, nicht in Amerika gab es ungefähr 5 Ökonomen und Marktbeobachter. Und es gab auch einen Deutschen, den Kurt Rickebacher. Die haben schon vor 20 Jahren gewarnt, dass die Gesamtschulden natürlich nicht ständig schneller wachsen können als das nominale Bruttosozialprodukt. Und in Amerika ist die Gesamtverschuldung gestiegen von 140% des Bruttosozialproduktes auf jetzt 379%. Ich muss noch auf das zurückkommen. Und insbesondere zwischen 2000 und 2007 ist das Bruttosozialprodukt gestiegen um 4,3 Billionen in Amerika, aber die Gesamtverschuldung um 21,3 Billionen. Mit anderen Worten, um die Wirtschaft wachsen zu lassen, mussten die Schulden ständig schneller und schneller und schneller wachsen, mit einer Zuwachsrate, die 5-mal höher war als das Bruttosozialprodukt. Dass ein Chairman der Federal Reserve nicht gesehen hat, dass das zu einer Katastrophe führt, ist wiederum, also für mich, ganz erstaunlich. I had sold short all of the investment banks in America. I had sold short Citibank, I had sold short Fannie Mae, I had sold short the investment, home builders in America, because I knew this was going to blow up. And it did blow up. So what was my thought? I thought, well, I'm making money. I mean, all of my shorts collapsed, so I made money. Because all of these people made terrible mistakes, they were dishonest, many of them. I sold them short and made money. Die Federal Reserve hat immer argumentiert, dass sie keine Anlageblasen identifizieren können. Aber wenn eine Anlageblase platzt, dann können sie mit Liquiditäten die Märkte stützen und eine Rezession verhindern. Das Gelddrucken wurde bereits nach der SNL-Krise im Jahre 1990 angewandt und dann 1994 die Tequila-Krise. Und dann insbesondere 1998 haben sie
LTCM unterstützt und den Bankrott eigentlich von LTCM verhindert. Und das gab ein Signal an der Wall Street und dem Finanzsystem, sie können das Leverage wesentlich erhöhen. Und dann hat Wall Street mehr und mehr Schulden aufgenommen und weniger Eigenkapital gehabt. Nicht? Wir haben heute, und das besteht immer noch heute, Banken, die haben ein Eigenkapital von, sagen wir, 100 und die Assets, also die Bilanzsumme ist 40 Mal größer. Also ich könnte nicht mit dem schlafen als Privatmann. Ich habe keine Schulden, aber auch eine 50-prozentige Schuldrate wäre für mich zu hoch. Ich habe das ja intensiv durchleuchtet, auch aufgrund meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe ja mein Leben lang für eine amerikanische Firma gearbeitet und habe öfter auch in den Vereinigten Staaten gelebt. Habe da übrigens auch mal ein Haus gekauft und verkauft. Und diese Erfahrungen haben mir deutlich gezeigt, dass diese Immobilienblase, die in Amerika entstanden ist, letzten Endes über eine übergroße Naivität von deutschen Bankern auch nach Deutschland überschwappte. Ich selbst war ja auch im Aufsichtsrat der IKB und bin aus diesem Aufsichtsrat, ich war auch im Präsidium, war auch Vorsitzender des Beirats, im Jahre 2004 unter Absingen schmutziger Lieder und unter Protest ausgestiegen. Und ich kann nur sagen, ich hatte Glück, denn kurz danach haben wir ja festgestellt, was für gewaltige Investitionen diese Bank vorgenommen hat, indem sie diese Papiere sich hat von amerikanischen Investmentbankern aufschwatzen lassen, übrigens auch mit aktiver Unterstützung deutscher Banken. Und insofern muss man heute klar sagen, wenn wir von der Euro-Krise sprechen, reden wir von drei Dingen, die auf einmal passiert sind. Das eine ist in der Tat die Finanzkrise und den Langzeitfolgen. Leiden unsere Banken auch noch, insbesondere die inzwischen verstaatlichten Banken oder Banken, die immer schon in staatlicher Hand waren, wie zum Beispiel die Hypo Real Estate, natürlich auch die Commerzbank, die teilweise verstaatlich ist, aber auch sämtliche Landesbanken. Die zweite Krise, die zusammengefallen ist mit der ersten, ist die Verschuldungskrise in einigen Ländern. Wir erleben das ja in Griechenland zum Beispiel oder auch in Spanien, aber auch in anderen Südländern. Und das dritte, das versucht die Politik immer unterm Deckel zu halten. Das sind die Probleme, die der Euro selbst angezettelt hat. Die Politik und auch die Medien sind sehr geschickt. Sie versuchen immer von der Verschuldungskrise zu sprechen oder von der Finanzkrise und versuchen davon abzulenken, dass der Euro selbst ein gerüttelt Maß an Mitschuld an dieser Misere hat. Ich habe frühzeitig darauf hingewiesen, dass das eine ganz, ganz gefährliche Kiste ist. Es gab ja auch unendlich viele Warnungen. Es gab ja auch Ökonomen, die davor gewarnt haben. Nur leider ist es in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen worden, wie es hätte wahrgenommen werden sollen. Das heißt, die Warnungen verpufften und die Dinge haben ihren Lauf genommen. Schade finde ich auch, oder es ist eigentlich katastrophal, dass wir aus dieser Krise, die daraufhin folgte, die Subprime-Krise hat ja 2008 die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöst, dass wir daraus eigentlich so gut wie keine Lehren gezogen haben. Das heißt, die Finanzmärkte funktionieren heute noch genau wie zum Zeitpunkt 2008. Das heißt, die Politik hat zwar viele, viele Worte darüber verloren, aber sie hat keine Beschlüsse gefasst. Denn die Krise ist ja erst vorbei, wenn wir wieder da sind, wo wir vor der Krise waren. Es wurden eine Menge Fehler gemacht, übrigens auch in Deutschland. Der von allen hochgelobte Peer Steinbrück, der sich als Feuerwehrmann in der Finanzkrise in Deutschland immer wieder versucht hat, nach vorne zu bringen, hat Mitschuld an dieser Krise. Denn es war sein Ministerium unter seiner Leitung, was zum Beispiel die staatlichen Banken immer dazu getrieben hat, sich an diesen Aufkäufen dieser seltsamen Papiere aus den Vereinigten Staaten zu beteiligen. Das ist ein Versäumnis der deutschen Politik gewesen. Ein großes Versäumnis der amerikanischen Politik war, dass die Teilung zwischen dem Universalbankensystem und dem Investmentbanking aufzugeben, mit dem Ergebnis, dass die Investmentbanker sich so verzocken konnten, dass das gesamte Bankgeschäft in Mitleidenschaft gezogen wird. Dadurch wurde plötzlich der Staat gezwungen, die Banken zu retten. Das ist nach meiner Meinung ein Fehler, genau wie in der Realwirtschaft, wo es ja heißt, too big to fail,
darf nicht sein. Deshalb gibt es Monopol- und Kartellbehörden. Genauso muss es auch bei Banken funktionieren. Eine Bank, die zu groß ist, um sie kaputt gehen zu lassen, wenn sie sich verzockt hat, ist zu groß. Und deshalb erwarte ich, dass die Politik dafür sorgt, dass sie sich darum kümmert, dass die Banken in Zukunft verkleinert werden. Jede Blase entsteht durch übermäßiges Kreditwachstum. Und deshalb sind die Gesamtschulden in Spanien, wie auch in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern auch, als Prozent der Wirtschaft sehr stark gestiegen. Und es braucht also keinen Ökonomen zu sehen, dass wenn Sie angenommen zwei Haushalte haben oder zwei Gesellschaften, ein Haushalt und eine Gesellschaft, die haben keine Schulden. Alles ist Eigenkapital und sie haben Reserven. Eine zweite Gesellschaft und ein zweiter Haushalt, die sind völlig überverschuldet. Wenn dann die Wirtschaft sich verlangsamt oder eine Rezession stattfindet, ist es ja klar, dass die Gesellschaft, die überverschuldet ist, und der Haushalt, der überverschuldet ist, wenn ein Erwerbstätiger seine Stelle verliert, hat er Finanzprobleme. Aber das leuchtet den Keynesianern nicht ein. Die haben immer wieder gesagt, ja, die Gesamtschulden spielen keine Rolle, denn die Schulden des einen sind die Vermögen des anderen. Also ich manchmal als Ökonome und auch mit einem gesunden Menschenverstand bin ich eigentlich erstaunt, wie die Ökonomen die Wirtschaft, eigentlich die Keynesianer, die Krise herbeigeführt haben. Bin ich also erstaunt. Man sollte sie alle aus den Regierungen und den Universitäten zum Teufel jagen. Es handelte sich bei dieser sogenannten Subprime-Krise, bei dieser sogenannten Bankenkrise, um einen wohlorganisierten Streik eines internationalen Kartells mit dem Ziel, die Kontrolle über das eigene Finanzsystem zu erlangen und darüber hinaus die Kontrolle über die demokratischen Prozesse in bestimmten Finanzsystemen zu erlangen. Namentlich denen des Euro, des Dollar und der im Allgemeinen Westen getauften Teile der Erde. Also auch Japan gehört dazu oder Neuseeland oder Australien. Es ging um einen Putsch. Es ging um einen Putsch gegen die Demokratie und die zukünftigen Möglichkeiten dieser Demokratien, selbst Einfluss auf das Finanzsystem zu nehmen. Dieses Finanzsystem ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es handelt sich um ein staatenloses, gesetzloses Interbankensystem. Die Politik hätte viel früher diese Leitplanken setzen müssen, die dafür Sorge trägt, dass sich die Unternehmen, die Banken, jeder Einzelne vernünftig entwickeln kann, aber nur so weit, dass er die anderen nicht gefährdet. Das hätte die Politik früh machen müssen. Aber wir haben in der Politik mehrere Probleme. Einerseits haben wir dort Leute sitzen, die aus ganz anderen Bereichen kommen und für diese Wirtschaft aber Entscheidungen treffen müssen. Die haben keine Ahnung von dem, was in der Finanzwelt wirklich passiert. Dort sitzen hochbezahlte Experten, die seit Jahrzehnten nichts anderes tun, als komplexe Systeme, komplexe Produkte zu entwickeln, in einer unglaublichen Schlaggeschwindigkeit. Die Politik kann dem gar nicht folgen, kann dem vom Fachlichen nicht folgen. Also ist sie angewiesen auf das Fachwissen gerade dieses Bereiches, die Lobbyarbeit aus den Banken, aus der Finanzwelt. Und dort sind unglaublich viele Menschen professionell abgestellt, um diese Lobbyarbeit in der Politik voranzutreiben, den Politikern die Informationen immer wieder einzuflüstern. Und der Politiker, das ist gar kein schlechter Wille, aber der wird dem irgendwann erliegen und diesem Zuhören und diesem, da klingt ja auch nachvollziehbar, was dort berichtet wird, aber es fehlt der Gegenpol. Juni 2003. Eine Bundestagssitzung in fast leerem Plenum. Das Kleinunternehmenförderungsgesetz wird verabschiedet, geschickt vom Finanzministerium darin verpackt, die Gewerbesteuerbefreiung für Kreditverbriefungen, die den Banken ungeheure Profite beschert. Die Abgeordneten aller Parteien ahnungslos, sie glauben, es gehe nur um Mittelstandsförderung. Und die Abgeordneten haben es ohne jegliche Ahnung abgesegnet. Die Abgeordneten haben also wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass sie hier auch ganz gigantische Risiken der Banken gerade von der Gewerbesteuer befreit haben. Und ihnen ist nicht bewusst gewesen, was sie hier tun, weil sie ja glaubten, sie machen Mittelstandsförderung. Das ist Kapitalismus pur. Der Kapitalismus entwickelt sich zu einem Moloch, zu einem Gespenst, der nicht mehr kontrollierbar ist durch Öffentlichkeit.
Und Politik und Ökonomie bilden zwei Teilsysteme, die unter sich das Geschäft ausmachen. Der Leidtragende ist der Bürger, er wird irgendwann mit einer langen Nase dasitzen. Ich befürchte, mit vielen anderen Parlamentariern übrigens, dass es uns nicht gelingt, die Finanzmärkte wirksam zu regulieren, weil die Kraft der Finanzbranche so stark ist, diese Regeln zu verhindern. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Hat Sie das jetzt schockiert, was der Herr Seehofer gerade gesagt hat? Also dieses, er hat immer nur gesagt, ja, stimmt, wir können nichts machen, wir würden gern, wir versuchen es. Hat Sie es gewundert oder deprimiert Sie es oder wie schaut es aus? Na gut, es war ein sehr realistisches Eingeständnis. Nur sehr das ehrlich, ist natürlich oder? Auch eine Bankrotterklärung der Demokratie, wenn man so agiert. Und das Problem ist ja, das, was jetzt passiert, das sind ja die Geister, die Sie selber gerufen haben. Also das ist ja jetzt nicht etwas, wo die Politik schuldlos ist, sondern Sie haben ja diesen Finanzmärkten die ganzen Instrumente in die Hand gegeben. Und natürlich können Sie ihn die auch wieder nehmen. Und das machen Sie aber nicht. Und das ist das Problem. Wenn ein Staatsmann oder ein Ministerpräsident sich hierher stellt und hersetzt und sagt, ja, ich kann ja gar nichts machen, weil die eigentlich entscheiden, das sind nicht die gewählt sind, dann finde ich, muss man mal hinterfragen, auf welchen Fundamenten ruht der Staat und wie kann man wiederherstellen, dass die gewählt sind, auch entscheiden und nicht die nicht gewählt sind, also nicht Ackermann, ja, sondern wirklich die Regierung. Das ist ein Vorgang, den ich noch nicht erlebt habe, dass von einem Akteur, einem Betroffenen, wie der Deutschen Bank, die natürlich auch engagiert ist im Finanzsektor, ein Vorschlag kommt und der eins zu eins übernommen wird per Cut and Paste, wo die Regierung ja zumindest einige ehemalige Mitglieder Erfahrung haben, übernommen wird und dann als deutsche Position in Europa vorgetragen wird. Das kann entweder nur bedeuten, die Fachkompetenz ist im Haus des Finanzministers überhaupt nicht mehr da, weil Personal nur noch abgebaut wird und der Staat entkernt wird, oder dass nur noch die Interessen eines großen deutschen Institutes vertreten werden und nicht die der Allgemeinheit. Von Seiten der anderen Seite, der Politik, der Bevölkerung, der produzierenden Wirtschaft, dort ist auch dieses Fachwissen nicht da, um einen Gegenpol zu bilden, zu sagen, Moment mal, da läuft was schief, das wird hier falsch dargestellt. Das Fachwissen fehlt hier, deshalb hat es das einseitige Fachwissen, das ein großes Eigeninteresse hat, so einen großen Einfluss und nimmt immer mehr Einfluss auf die Politik. Das ist in Amerika weit, weit dramatischer, als es in Europa der Fall ist, aufgrund der Strukturen dort. Und das nimmt sich immer mehr Raum ein, sodass die Politik zunehmend eigentlich von der Wall Street gemacht wird in Amerika, in Europa, die Finanzwelt immer mehr Einfluss auf die Politik gewinnt. Und mir fehlt im Moment auch das Rezept, wie man das wieder in vernünftige Bahnen bringen muss. Wir bräuchten dieses Fachwissen in der Politik, aber ich glaube, mit den Gehältern, mit den Gehaltsunterschieden für Experten ist es schwierig, die in die Politik zu bekommen oder in die Behörden zu bekommen. Sagen Sie, glauben nicht oder Sie wissen es? Nein, wenn ich es wüsste, wäre ja schön, wenn ich genau das alles wüsste, wie hier jeder so der sicher ist, dass er genau weiß, was wie geht. Dass er genau weiß, wenn wir damals Griechenland einen direkten Schulden, wäre alles gut gegangen. Ich bin immer sehr glücklich über Leute, die wissen, wie alles genau geht, nur die Realität des Lebens ist so. In die Regierung. Die Realität, nein, Entschuldigung, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Sie sind der typische... Das will ich auch mal sagen, das ist diese typische, und das ärgert mich auch. Sie machen so das typische Beispiel, die Regierung muss alles wissen. Erstens, ich bin Parlament, das unterscheiden Sie wahrscheinlich nicht so gerne. Zweitens, Sie müssen einfach doch irgendwann auch mal erkennen, niemand in der Welt ist mit Allwissen irgendwie gesegnet. Deshalb müsste ich Das ist nicht die Demokratie. Die Demokratie verlangt, dass Sie das Fachwissen haben und Sie und nicht die Frösche fragen, ob der Teich ausgetrocknet werden soll. Wenn Sie sich eine Blaupause von der Deutschen Bank schreiben lassen, wie Ihr Gesetz auszusehen hat oder Ihre Vorlage auszusehen hat, wenn die Geschichte stimmt, was der Monitor vor einer Woche berichtet hat, dann ist das ein Skandal. Das ist nicht das, was Demokratie sein soll. Und dass Ihre Aufgabe wäre, das Fachwissen ins Parlament zu holen, das Fachwissen in Ihre Abteilung zu holen und es nicht bei denen zu holen, über die sie richten. Diesen zweiten Baustein, da wird mir auch mit Expertenwissen ausgestattet in diese Beratungen hineingehen. Ich habe Professor Tietmeier gebeten, diese Expertengruppe zu führen. Er verfügt. In Deutschland sitzt die Regierung von der Öffentlichkeit fast unbemerkt mit den Banken an einem Tisch, um die Regulierung der Finanzmärkte abzusprechen. In der sogenannten Initiative Finanzstandort Deutschland. Die Großbanken und Versicherungen gemeinsam mit dem Bundesministerium der Finanzen und der Bundesbank in einer Lobby. Die Kommission in Brüssel lässt sich gerne von großen Finanzkonzernen beraten. Sie alle sind in Brüssel mit Lobbyisten vertreten, etwa die Deutsche Bank, Goldman Sachs oder die Schweizer UBS.
Die Finanzinstitute unterhalten in Brüssel zusätzlich diverse Verbände, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Etwa die Europäische Bankenföderation EBF, der Internationale Swaps- und Derivateverband ISDA und die Föderation für Optionen und Futures FOA. Wie viele dieser Finanzlobbyverbände in Brüssel genau arbeiten, weiß niemand so genau. Es sind aber ziemlich viele. Und für besondere Aufgaben stehen noch erfahrene Lobbyagenturen bereit. Gemeinsam bearbeiten alle Finanzlobbyisten zusammen die Kommission mit einem Ziel: eine Finanzmarktregulierung ganz in ihrem Sinn. Has there ever been a time when Goldman's investment advisors bought securities from Goldman for a client and at the same time Goldman was simultaneously shorting it? I have to explain. See, this is a problem. As a market maker, we are making buying and selling 1,000 times a minute. Of course, probably you could call it a casino, but if it is, it's a very socially important casino. Draghi ist als Präsident der Europäischen Zentralbank an eine Schlüsselposition gelangt. Auch andere Spitzenposten wurden mit ehemaligen Mitarbeitern oder Beratern von Goldman Sachs bestückt. Draghi war immerhin Vizepräsident von Goldman Sachs International. Bis 2011 war er Präsident der italienischen Zentralbank. Aktuell ist er Vorstandsmitglied der Zentralbank der Zentralbanken, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Auch bei der Group of 30, eine von der Rockefeller Stiftung gegründeten Organisation der Finanzwirtschaft, ist er Mitglied. Mario Monti war ehemaliger Kommissar der EU für Wettbewerb und bis April 2013 Ministerpräsident Italiens. Bis zu seinem Amtsantritt als italienischer Ministerpräsident 2011 war er European Chairman der Trilateralen Kommission und im Steering Committee der Bilderberg-Konferenz. Auch Romano Prodi, der ebenfalls bis 2008 italienischer Ministerpräsident war, gehört zu den sogenannten Beratern von Goldman Sachs. Prodi war bis 2004 Präsident der Europäischen Kommission. Deutschland. Mit Ottmar Issing haben wir einen echten Hochkaräter in Deutschland. Als ehemaliger Chefvolkswirt und ehemaliges Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank wird ihm ein maßgeblicher Anteil am Entwurf der geldpolitischen Strategie der EZB nachgesagt. Seit dem 1. Januar 2007 ist Issing International Advisor von Goldman Sachs. 2008 hatte er den Vorsitz einer Expertengruppe, die im Auftrag der Bundesregierung Vorschläge für eine Reform der internationalen Finanzmärkte erstellen sollte. Den letzten Bericht übergab die Kommission 2011 unter dem Titel »Neue Finanzarchitektur der Bundesregierung vor dem G20-Gipfel«. Griechenland. Lukas Papademos war von 1980 bis 1988 leitender Volkswirt der Federal Reserve Bank von Boston. Später war er der Gouverneur der griechischen Notenbank. In der Zeit von 2002 bis 2005, während Mario Draghi Vizepräsident von Goldman Sachs International Europa war, soll er eine nicht genauer spezifizierte Rolle beim Verschleiern der griechischen Staatsfinanzen gespielt haben. Nach dem Posten als Vizepräsident der EZB leitete er in Griechenland die Übergangsregierung, während schwerwiegende und tiefgreifende Reformen umgesetzt wurden. Petros Christodoulou war Generaldirektor der Treasury Global Markets und Private Banking bei der griechischen Nationalbank. Seit dem 19. Februar 2010 ist er Chef der staatlichen griechischen Schuldenagentur in der Regierung des Ministerpräsidenten Giorgos Papandreou. In seiner neuen Position als oberster Schuldenmanager des schwer angeschlagenen Landes trägt Christodoulou erhebliche Verantwortung. Bei den Ermittlungen wegen der Verschleierung der griechischen Schulden steht die Rolle von Christodoulou im Jahr 2009, als er mit Goldman Sachs die Londoner Zweckgesellschaft Titlos gründete, um einen Teil des Schuldenbergs der griechischen Regierung auf die griechische Nationalbank zu übertragen,
besonders im Fokus. Des Weiteren wären da noch in Frankreich Antonio Borges, ehemaliger Direktor von Goldman Sachs London, von November 2010 bis November 2011 Europadirektor des IWF, danach Berater der portugiesischen Regierung für die Privatisierung von öffentlich-rechtlichen Unternehmen. In Belgien Karel van Miert, war Mitglied des Europäischen Parlaments und EU-Kommissar und natürlich auch ein internationaler Berater von Goldman Sachs. Irland. Seit 1995 ist Sutherland im Vorsitz von Goldman Sachs International tätig. Unter anderem ist er auch Mitglied der Bilderberg-Konferenz, der Trilateralen Kommission und des European Roundtable. Neben seinem Posten als erster Generaldirektor bei der WTO hatte er unterschiedliche Ämter als Kommissar in der EU. Er gilt als Berater des irischen Premierministers Enda Kenny. England. Der noch amtierende Gouverneur der kanadischen Zentralbank Mark Carney wird mit Wirkung vom 1. Juli 2013 die englische Zentralbank leiten. 13 Jahre lang hatte er unterschiedliche Bereiche bei Goldman Sachs geleitet. Er ist auch Vorsitzender beim Financial Stability Board, FSB, welches das globale Finanzsystem überwacht und Empfehlungen ausspricht. Der Sitz des FSB ist bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIZ, in Basel. Das sind nur die wichtigsten Verknüpfungen von Goldman Sachs in Europa. Wir machen doch nicht Politik im Auftrag der Märkte, sondern wir machen sie für die Zukunft der Menschen in unserem Land. Macht auf Deutschland, das kann ich nur sagen. Es war damals auch schon klar, dass es eine Systemkrise ist. Wir haben sehr viele Probleme in unserem Finanzsystem, in unserem wirtschaftlichen System. Und diese Probleme, die dauern oftmals Jahre oder Jahrzehnte, bis sie wirklich ihre ganze Sprengkraft entwickeln. Aber das ist nicht ein Problem, das plötzlich eben erst entsteht, sondern das baut sich wie ein Erdbeben über Jahre auf, um dann schlagartig loszubrechen. Dann ist es erstaunend groß. Aber wer sich mit dem System beschäftigt, der kann das schon lange vorher sehen. Und ja, wir haben ein Systemproblem, Systemversagen in vielen Bereichen. Für mich ist das eigentlich keine Systemkrise, sondern es zeigt, wie oft schon in der Geschichte des Kapitalismus oder der Marktwirtschaft, dass Regeln, die mal existieren, auch geändert werden müssen. Die müssen eben der Globalisierung angepasst werden. Ich gebe Ihnen mal ein schönes Beispiel. In der Realwirtschaft, und diesen Begriff kannte ich vor der Finanzkrise gar nicht, in der Realwirtschaft gibt es schon seit langem eine Aufsichtsbehörde in Europa. Da gibt es eine Kartellbehörde, es gibt eine Monopolbehörde. Es gibt auf weltweiter Basis die WTO, die dafür sorgt, dass man sich an Regeln hält. Diese entsprechenden Regeln und diese entsprechende Aufsichtsbehörde gibt es im Finanzsektor nicht. Nun kann man sagen, das ist eine Systemkrise. Ich glaube nicht. Die Krise ist dadurch entstanden, dass die Politik versäumt hat, für den Finanzbereich ähnliche Aufsichtsorgane und ähnliche Regeln festzulegen. Das ist im Grunde eine politische Krise. That's the problem. Yes, even the countries that say they have austerity now, they don't have austerity. Every country has higher debt. Look at Greece's projections. Greece is going to have a higher debt next year than this year. Italy, all of them are going to have higher debts next year and the year after and the year after. Nobody's playing austerity yet. That's the problem. If they don't accept reality now and bite the bullet, in English we say bite the bullet and take the pain now, then it's going to be much worse in 2013. 2014 is going to be a disaster. 2015 will be a catastrophe. The debt keeps going higher and higher and higher. This is not austerity. They're not dealing with the problem. They're hoping they can get through the next election. And then everything will be okay. Die Entwicklungen, die direkt mit Subprime zusammenhingen, sind nur ein kleiner Ausbund der Probleme gewesen, eine kleine Folge des Ganzen. Aber die Probleme selbst liegen viel, viel tiefer. Die liegen in unserem Finanzsystem, dass das Finanzsystem sich vollkommen abgekoppelt hat von der realen Wirtschaft. Dass es als Dienstleister für die reale Wirtschaft, für die produzierende Wirtschaft nur noch rudimentär agiert, aber ein Eigenleben entwickelt hat und wie ein Dämon über allem kreist und sich um sich selbst kümmert, zu Lasten dieser realen Wirtschaft, um diese Unterscheidung zu nutzen.
Deshalb, wir sehen, die Finanzwelt muss sich da unglaublich wieder reduzieren auf ihre eigentliche Aufgabe. Und hierzu gehört auch eine Regulierung. Wir können nicht weiter die Deregulierung vorantreiben und die Banken und die Finanzwelt machen lassen, was sie will. Das ist ein völliger Irrglaube auch der Wirtschaftslehren gewesen der letzten Jahrzehnte, dass der freie Markt an sich perfekt ist. Es gibt keine perfekten Märkte. Es gibt keine Homo economicus, der alles rational entscheidet. Es gibt Gier, es gibt sehr, sehr viele menschliche Züge, die man einfach nicht laufen lassen kann. Wenn es so wäre, könnten wir auch den Waffenbesitz freigeben. Die Politik muss immer die Regeln setzen, damit sich jeder frei und gut entwickeln kann, aber nur bis an die Grenzen, wo er das große Ganze, die anderen nicht schädigt und gefährdet. Und das hat man gerade in der Wirtschaft vollkommen versäumt, diese Leitplanken zu setzen. Man hat die Finanzwelt auch aufgrund des Lobbyeinflusses auch oftmals aufgrund von falschem Verständnis seitens der Politiker für das, was dort eigentlich passiert, gewähren lassen und diesem Dogma geglaubt, wir haben das alles im Griff, freie Märkte ist das einzig Perfekte. Die Konsequenz ist, dass diese Märkte vollkommen eskaliert sind und das große Ganze gefährden. Hier ist dringende Regulierung, Leitplanken notwendig, um dieses System wieder in vernünftiges Fahrwasser zu bringen. Das ökonomische Leitbild der Chicago School, dass unregulierte Märkte stets dem Allgemeinwohl dienen und dass eigentlich unregulierte Märkte fast die einzige notwendige Voraussetzung für wirtschaftlichen Wohlstand seien, ist nicht mehr unbestritten, um es zurückhaltend zu sagen. Es ist auf jeden Fall nicht möglich, zwischen den einzelnen Krisen genau zu unterteilen. Und erstens. Und zweitens, ich denke, es hat auch keinen Sinn, jetzt zu sagen, das ist die Bankenkrise und die hat nichts mit der Immobilienkrise zu tun und so weiter. Das ist natürlich alles verflochten und alles hängt zusammen. Und als Oberbegriff würde ich sagen, wir haben zu viele Schulden gemacht, egal wie Sie die Krise nennen, zu viele Schulden. Damit hängt natürlich dann zusammen, wenn Sie viele Schulden machen, das heißt Geld aufnehmen, dann haben Sie ja viel Geld zur Verfügung im ersten Moment. Das drückt natürlich, das pusht die Immobilienpreise in die Höhe, dann bekommen Sie eine Immobilienblase. Irgendwann, wenn die Blase platzt, dann kommen die Banken in Schwierigkeiten, dann können Sie das zwar als Bankenkrise nennen, aber trotzdem, die Hauptursache ist, Europa lebt, hauptsächlich Westeuropa lebt die letzten 30 Jahre oder vielleicht 20 Jahre über ihre Verhältnisse. Das ist das Problem. Ja, für mich ist der ESM ein waschechtes, lupenreines finanzielles Ermächtigungsgesetz. Und es erfüllt in vielerlei Hinsicht die Voraussetzung für so eine Qualifikation. Was ist am ESM Ermächtigung? Na, wir haben da ja beispielsweise einen nicht demokratisch gewählten Rat. Die können bestimmen, wie hoch das Ganze im Endeffekt ausgeschüttet wird, können es erhöhen. Dann muss die Zahlung binnen 7 Tagen durchgeführt werden. Nur so als Beispiel. Also erstens haben wir den ESM noch nicht, sondern wir sind noch in den Vertragsverhandlungen. Zweitens ist es soll es eine internationale Finanzinstitution werden, so ähnlich wie der IWF, also der Internationale Währungsfonds. Von dem sind Sie hoffentlich auch nicht der Meinung, dass der irgendwie undemokratisch ermächtigt sei, sondern da geben die Mitgliedstaaten ihre Anteile und dann wird nach bestimmten Regeln, die man sich durch Verträge, auch völkerrechtliche, gegeben hat, werden Entscheidungen getroffen. Das hat mit Ermächtigung nichts zu tun. Das Mandat für den ESM, der Auftrag für den ESM wird genau wie für die EFSF klar geregelt sein. Und wir haben zum Beispiel in Deutschland klare Regelungen uns getroffen, dass die Entscheidungen, die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in diesen Gremien machen, unter welchen Voraussetzungen die einer vorherigen oder nachträglichen Zustimmung durch die demokratisch gewählten Körperschaften, also die Parlamente, brauchen. Mit Ermächtigung hat es gar nichts zu tun. Der gute Herr Schäuble hat ja versucht, selbst den bescheidenen Haushaltsausschuss, der ja nur aus 29 Personen betrifft,
zu reduzieren. Selbst das waren ihm noch zu viel. Zu den 600 Bundestagsabgeordneten wollte er gar nicht mehr gehen. Er wollte dann aber auch nicht mehr zum Haushaltsausschuss, sondern er wollte es einer kleinen Gruppe von 9 Leuten überlassen. Ja, da hat nun Gott sei Dank das Bundesverfassungsgericht mal einen Riegel davor geschoben. Ich müsste ja gewissermaßen künftigen Finanzministern ein mutwillig verfassungs- und gesetzwidriges Verhalten unterstellen. Dafür besteht nun wirklich überhaupt keine Veranlassung. Deswegen ist jede Verdächtigung und jede Verunsicherung unanständig und unangemessen. Im Übrigen bleibt es dabei. Es bleibt es dabei. Wir beschließen einen deutschen Garantierahmen von 211 Milliarden Euro. Der ist hoch genug. Erstens ist es völlig undemokratisch. Denn letzten Endes ist es eine Gruppe von Finanzministern, die jeweils schnell entscheiden kann, wer welches Geld kriegt und wie viel. Demokratische Kontrolle gibt es dort null. Der ESM ist eine Katastrophe mit dem, was da momentan kommen soll. Denn er vollendet das, was der Worst Case ist, nämlich eine absolute Haftungsunion, unwiderrufliche Haftungsunion, ohne eine politische Union. Das heißt, jeder macht weiter wie bisher, jeder macht, was er will, ohne dass man da vernünftig Einfluss drauf nehmen kann und gemeinsam über Ein- und Ausgaben entscheiden kann. Trotzdem müssen alle füreinander haften. Es kann beliebig Geld nachgeschossen, nachgefordert werden und muss geleistet werden. Also hier, wir diskutieren über kleinste Gelder, um Schulen zu renovieren, was nicht möglich ist. Und hier werden jetzt der komplette Staatshaushalt praktisch verpfändet und in die Haftung geworfen für diese gemeinsame Währung, für dieses gemeinsame Projekt, was von Anfang an mit solchen Fehlern ausgestattet ist, dass es nicht funktionieren kann. Das ist wirklich gefährlich für die Staatsräson, für das Zusammenleben der Staatsgemeinschaft. Meiner Meinung nach ist der ESM ein weiteres Instrument zur ein weiteres Instrument, das Europa zumindest nicht demokratischer macht. Der ESM ist ein Instrument, auf den die Parlamente so gut wie keinen Einfluss haben. Es ist eine Finanzbehörde mit großen Befugnissen, die sich weitgehend aller parlamentarischen Kontrolle entzieht. Das macht Europa nicht demokratischer. Es ist sogar, finde ich, antidemokratisch und schürt ich würde nicht von Politikverdrossenheit sprechen, aber schürt die Wut der Menschen oder das Unbehagen der Menschen gegenüber der Politik. Jetzt sagt die Politik zwar, okay, es gibt natürlich eine Mitsprache, weil wir haben einen Gouverneursrat. Im Gouverneursrat sitzen die Finanzminister der Länder. Dort kann jeder Finanzminister sein Veto erheben und damit Einfluss nehmen auf die Entscheidungen des ESM. Die Frage ist nur, wann und in welcher Situation wird ein Finanzminister sein Veto einlegen gegen einen Beschluss des ESM. Zweitens stellt man fest, dass der Abstimmungsmechanismus dazu führt, dass diejenigen, die zahlen, grundsätzlich immer überstimmt werden können von denen, die bekommen. Das kennen wir eigentlich schon aus dem Länderfinanzausgleich in Deutschland. Inzwischen haben wir in Deutschland ja auch nur noch 3 Geberländer und 13 Nehmerländer. Und immer wenn Baden-Württemberg, Hessen oder Bayern versucht, das System zu ändern, stimmen die anderen 13 dagegen. Das heißt, es ist ein Teufelskreis. Übrigens haben wir genau das Gleiche inzwischen auch schon in der Europäischen Zentralbank. Dort werden jetzt seit Monaten die Deutschen, die Finnen, die Österreicher und die Holländer überstimmen von den anderen 13 Ländern, wenn es um den Aufkauf dieser Staatspapiere aus dem Süden geht. Das hat zunächst einmal zum Rücktritt von Herrn Axel Weber, dem damaligen Präsidenten der Deutschen Bundesbank, geführt. Kurz danach, als diese Aufkäufe von Griechenland und Portugal auf Spanien und Italien ausgeweitet wurden, führte es zum Rücktritt von Herrn Stark, Jürgen Stark, dem Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank. Die beiden sind jetzt ersetzt worden durch andere wackere Deutsche, die auch weiterhin, nehme ich mal an, immer schön dagegen stimmen, aber nicht mehr zurücktreten. Das heißt, wir haben bereits in der Geschichte des Bund-Länder-Finanzausgleichs und in der Art und Weise, wie die EZB inzwischen arbeitet, ein wunderbares Beispiel dafür, wie der ESM funktionieren wird. Das ist eine gesetzliche Grundlage, die letzten Endes dazu führt, dass Deutschland zusammen mit Finnland, wahrscheinlich auch Österreich, auf jeden Fall Holland und vielleicht Luxemburg
systematisch ausgenommen wird durch den Rest der europäischen Eurozonenstaaten. Wenn EFSF und ESM, hauptsächlich ESM, einen Sinn hat, dann ist es aus Sicht der Brüsseler Bürokraten, dann ist es eben der Verlust der Budgethoheit, nicht nur Deutschland, sondern alle Länder zusammen. Und zwar schon heute, die Beträge, die da heute sind, die sind schon recht hoch, aber die können recht einfach erhöht werden, und zwar massiv. Und dann gibt es ja verschiedene Stufen der Erhöhung. Und es gibt dann auch die Bareinzahlung. Und zum Beispiel im Falle von Verlusten, wenn ESM Verluste macht, dann reicht ein Anruf von dem Gouverneur. Und innerhalb von 7 Tagen müssen die Länder Cash bezahlen. Wobei der Gouverneur ist gar nicht mehr so einfach abzuwählen, weil der wird gewählt und abgewählt mit 80% der Stimmen. 80%. Jetzt Anteil von Frankreich ist 20,3 oder was. Das heißt, wenn beim Abwählen sich Frankreich sperrt und die Franzosen, die sind in ihrer Personalpolitik sehr gut, haben den Trichet in die Nationalbank gebracht, haben den Jacques Delors als Chef der EU-Kommission gehabt, haben, also die sind einfach in der Personalpolitik viel stärker, als es denen angemessen wäre. Angenommen, es würde gelingen, dass der Chef von ESM einer ihrer Verbündeten ist, ein Italiener zum Beispiel, der heute die EZB leitet, oder ein Spanier oder ein Franzose selbst, dann kann ein einziges Land, Frankreich, kann die Abwählung blockieren und für 5 Jahre muss einfach immer wieder nachgezahlt werden. Das ist so ein irrsinniges Risiko. Der ESM ist keine Institution der Europäischen Union. Der ESM ist eine vollkommen über dem EU-Recht stehende internationale Finanzkontrollorganisation, die Unterzeichnerstaaten seiner Regentschaft unterwirft. Es handelt sich hier um die Institution einer Finanzmonarchie. Die entsprechende Immunität für deren Funktionäre, Banker, ganz normale Lobbyisten, ist insofern nur konsequent. Dieser Apparat soll die Kontrolle übernehmen über die Unterzeichnerstaaten und seine ausführenden Funktionäre sollen über jedem Recht stehen. Nur konsequent. Wie kann es sein, dass in unserer demokratischen Europäischen Union eine Institution außerhalb des Rechts steht? Ich habe gelernt in der Schule und auch in der Universität, dass jeder einem ordentlichen Gericht unterzogen werden kann. Aber diese Leute sind immun und sowas kenne ich nur aus Diktaturen. Es ist katastrophal, was hier entschieden wurde. Diese Immunität für dieses Gremium ist ein absolutes Unding. Wie kann man eine Immunität für handelnde Personen schaffen, die dazu vielleicht gar nicht befähigt sind, diese Entscheidungen zu treffen? Hier werden die Finanzminister abgestellt. Nach meiner Einschätzung würde Finanzminister Schäuble, der jetzt auch dann dafür die Verantwortung übernehmen würde, würde, wenn er jetzt Vorstand einer Bank werden würde, von der BaFin dafür gar keine Zulassung bekommen, weil die Qualifikation dazu fehlen würde, eine Bank zu führen, würde aber hier in ein Gremium kommen und müsste hier per Federstreich aufgrund einer politischen Entscheidung heraus unter Umständen die kompletten Finanzen der Bundesrepublik ins Feuer werfen. Und das ist auch noch dann juristisch unangreifbar. Das ist dann auch, da kann man nicht gegen klagen. Also das ist ein Konstrukt, das ist feuergefährlich. Hier werden tatsächlich die Staaten finanziell entmannt, entmündigt. Und das ohne, dass sie unter Umständen politisch entsprechende Einflussnahme ausüben können. Und nach jetzigem Stand, das ist ja vieles, was jetzt auch die Verfassungsrechtler diskutieren, ist das dann auch von den folgenden Regierungen nicht mehr rückabwickelbar. Wobei über Völkerrecht dann wieder Konstruktionen wohl gefunden wurden, wie es dann doch ginge. Also es ist wirklich ein Konglomerat, wo kaum jemand durchblickt, was da genau hinten dran steht. Aber nach allem, was jetzt daraus zu lesen ist, was man jetzt daraus interpretieren kann, ist es ein feuergefährliches Produkt, was hier entsteht. Und ich bin mir nicht sicher, ob wirklich jeder Politiker, der am Ende diesem Produkt zustimmt, verstanden hat, was hier passiert. Der EFSF selbst läuft aus Mitte nächsten Jahres, ganz normal wie geplant. Aber 200 Milliarden sind dort schon vergeben. Und wir könnten uns vorstellen, dass diese 200 Milliarden parallel zu dem ESM von 500 Milliarden so lange laufen, bis sie von den Ländern, den Programmländern zurückgezahlt sind.
Was mich aber überrascht, das sind nicht diese Machtgelüste, die die Leute in Brüssel haben, sondern dass es keinen Widerstand gibt, dass hier wie eine Schafsherde 600 Abgeordnete und da finden sich 5 oder 10 Leute und die werden da auch noch da beschimpft. Der Herr Abgeordnete Bosbach oder Wilsch oder Frank Schäffler, die sind hier, die gelten hier für Exoten und für irgendwelche Störenfriede und die werden hier beschimpft und beleidigt. Und 600 andere oder 500 von den 620 Abgeordneten wie eine Schafsherde, die stimmen mit Ja für die höchst gefährlichen Sachen. Das überrascht mich schon, ja. Man sieht das ja heute schon. Wer ist eigentlich im Bundestag eigentlich noch gegen den ESM? Niemand. Es sind ein paar Versprengte in der FDP und in der CDU, CSU. Von den Linken, die haben ja ganz andere Motive, wollen wir mal gar nicht sprechen. Und die werden von der Mehrheit ihrer Fraktion systematisch ausgegrenzt, marginalisiert und fertig gemacht. Man hat es ja erlebt, wie man mit Herrn Schäffler umgesprungen ist bei der FDP. Und nie werde ich vergessen, wie ein Minister im Kanzleramt zu dem wackeren Herrn Bosbach gesagt hat, er könne seine Fresse nicht mehr sehen. Das sind die Methoden, mit der dieses Ermächtigungsgesetz im Deutschen Bundestag durchgeboxt wird. Tut mir leid, das erinnert mich an vergangene Zeiten. Die Bundesregierung sieht das natürlich anders. Sie hält ihre Strategie für alternativlos. Selbstverständlich, aber diese Alternativlosigkeit hören wir seit 3 Jahren und immer wieder werden andere Pläne umgesetzt. Das heißt, es gibt keine Alternativlosigkeit in der Politik. Wir müssen aber auch uns durchringen können, klare Worte zu sagen. Wir brauchen einen neuen Kurs. Wir müssen Europa, vor allen Dingen die Euro-Länder, wie sie jetzt verfasst sind, in Frage stellen. Ist Griechenland noch weiterhin mögliches Mitglied? Wir sagen, das muss handfest diskutiert werden. Ein Weiter-so kann es nicht geben. Es geht um das Geld der deutschen Steuerzahler, aber es geht auch um das europäische Interesse. Der jetzige eingeschlagene Weg, der wird langfristig auch die Zustimmung für Europa untermauern oder nicht untermauern, unterwandern. Und deswegen brauchen wir jetzt einen Kurswechsel. Ja, nun bin ich mal gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht sich zum ESM äußern wird. Das hat es ja bisher noch nicht gemacht, aber man muss inzwischen feststellen, und das ist für mich die große Enttäuschung auch beim Bundesverfassungsgericht, offensichtlich passt sich das auch an die Notlage an. Und alles das, was sich mal vor vielleicht 10 Jahren oder 15 Jahren noch als selbstverständlich in der Verantwortung des Deutschen Bundestags wiedergefunden hat, das ist über den ESM und vielleicht möglicherweise demnächst durch Billigung des Bundesverfassungsgerichtes jetzt in der Hand von Finanzministern, die darüber selbst entscheiden. Und zwar auch in der Höhe. Der Bundestag hat da relativ wenig zu sagen. Grundsätzlich geht es hier um das Budgetrecht. Der Bundestag und die deutschen Steuerzahler haften mit einer Summe im ESM von insgesamt 190 Milliarden Euro. Zudem liefern wir eine Bareinlage in Höhe von 22 Milliarden Euro. Aber wenn ein anderes Land beispielsweise im ESM ausfällt, dann müssen wir auch diese Haftung übernehmen. Insofern ist die Haftungssumme unkalkulierbar und schon jetzt sind die Steuerzahler ganz konservativ mit 320 Milliarden Euro dabei. Wenn der ESM in Kraft tritt, dann sind es über 500 Milliarden Euro und diese Summe, wie gesagt, die kann ins Unendliche gesteigert werden und kein Bundestagsabgeordneter hat darüber noch eine Entscheidungsgewalt und insofern ist wirklich die Gesetzgebungskompetenz und die Budgethoheit aus den Händen gegeben. Das Königsrecht des Parlaments ist unterlaufen. Wir wollen nicht, dass Menschen wie Sie und ich, alle Wahlbürger in der Bundesrepublik Deutschland, morgen aufwachen und feststellen, sie dürfen zwar einen Bundestag wählen, aber der hat in den zentralen Funktionen des Haushaltsrechts eigentlich die wesentlichen Aspekte nach Europa abgegeben. Vor allen Dingen sehen wir die Rechte der Steuerzahler und insbesondere der Bürger gefährdet, denn mit dem ESM werden weitreiche Budgetrechte des Bundestages in eine Institution in Europa verlagert. Der Bundestag wird quasi entmachtet und damit wird auch der Wähler entmachtet und das halten wir für verfassungswidrig. Insofern geht es nicht nur ums Geld, es geht um die Fundamente unserer Demokratie und um die Fundamente der Entscheidungsfreiheit des Bundestages. Die sehen wir in Gefahr und deswegen fordern wir vom Bundesverfassungsgericht auch deutliche Worte. Einerseits geht es um die Ratifikation von Zustimmungsgesetzen zu völkerrechtlichen Verträgen.
Sobald die Ratifikation erfolgt ist, ist die Bundesrepublik Deutschland an diese Verträge völkerrechtlich gebunden. Selbst in der Hauptsache herausstellen sollte, dass die von den Antragstellern geltend gemachten Verfassungsverstöße vorliegen. Daraus würde ein schwerer Nachteil für das gemeine Wohl folgen. Denn die von den Antragstellern behauptete Verletzung des Demokratiegebots beträfe den in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz als unverbrüchlich garantierten Kerngehalt der Verfassung, der selbst vom verfassungsändernden Gesetzgeber zu respektieren ist. Andererseits sind die wirtschaftlichen und politischen Folgen, die mit einem deutlich verzögerten Inkrafttreten der angegriffenen Gesetze aufgrund des Erlasses einer einstweiligen Anordnung verbunden sein könnten, das hat die mündliche Verhandlung deutlich ergeben, kaum verlässlich abschätzbar. Der Senat sah sich deshalb gezwungen, von seinem normalen normativen Prüfungsprogramm abzuweichen. Statt sich auf eine reine Folgenabwägung zu beschränken und innerhalb von wenigen Tagen über die Eilanträge zu entscheiden, hat er in kürzestmöglicher Zeit eine intensive summarische Prüfung der äußerst komplexen Rechtslage vorgenommen, um auf diese Weise festen Grund für seine Entscheidung zu gewinnen. Die Prüfung hat ergeben, dass die angegriffenen Gesetze der Verfassung die Verfassung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verletzen. Daher waren die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abzulehnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Regierung müssen nun bei der Ratifizierung der Verträge vor allem sicherstellen, dass Deutschland höchstens für 190 Milliarden Euro haftet. Darüber hinausgehende Zahlungen in den ISM sollen nur mit Zustimmung des Parlaments möglich sein. Unsere Verantwortung ist nicht der akademische Diskurs und auch nicht die Zusammenfügung aller Zweifel. Unsere Antwort und unsere Aufgabe ist, politisch zu entscheiden. Das tun wir heute und ich bin überzeugt, es wird länger dauern, die Beseitigung dieser Krise, als wir uns das wünschen. Nun ist über die Zustimmung zu dem Gesetz zu entscheiden. Wer stimmt dem Gesetz zu? Das ist die Mehrheit. Damit hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt. Das war ja noch, als Paul Kirchhoff im Verfassungsgericht saß. Da hatte das Bundesverfassungsgericht ziemlich klare Mauern zwischen dem, was Europa ist und dem, was die deutsche Parlamentarier entscheiden soll, gezogen. Die sind dauernd verschoben worden und ich wundere mich auch nicht mehr. Jetzt haben wir neuerdings einen Politiker, einen neuen Politiker, Peter Müller, der nun ausgewiesenermaßen ein linker CDU-Mann war oder ist, im Bundesverfassungsgericht. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Die einzige Kritik, die Frau Merkel eigentlich noch im Bundestag zu hören bekommt, ist, sie haben Griechenland zu spät geholfen. Das ist alles das, was sie sich von den Grünen, den Roten sagen lassen muss. Im Übrigen kann sie weiter tun, was sie will. Ich könnte mir gut vorstellen, noch weiter zu gehen, indem wir der europäischen Ebene zum Beispiel echte Durchgriffsrechte gegenüber den nationalen Haushalten gewähren, wo die vereinbarten Grenzwerte des Stabilitäts- und Wachstumspaktes nicht eingehalten werden. Der ESM ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir momentan die Souveränität, die nationale Souveränität komplett abgeben und dass wir in eine Art Finanzdiktatur laufen. Weil jetzt haften wir, wie gesagt, nicht nur, jetzt können die Banken nicht nur direkt in den ESM zugreifen, sondern wir haften nicht nur für die Länder wie Spanien, Portugal, sondern auch für deren Banken. Also es wird immer abstruser. Das Motto ist wirklich alles für die Banken, nichts für die Bevölkerung. Und wir werden in den nächsten Jahren noch Sachen erleben, die können wir uns gar nicht vorstellen bezüglich finanzieller Repressionen und so weiter. Für mich ist das ein Sklaveninstrument. Der ESM löst gar nichts, sondern er sorgt dafür, dass der Euro bleibt, um das mal ganz klar und deutlich zu sagen. Ich lege immer größten Wert darauf, zu unterscheiden zwischen dem, was ich kommen sehe und zwischen dem, was kommen sollte. Der Euro bleibt. Die Politiker, die derzeitige Politiker, die Generation wird alles tun, um an dieser Kunstwährung festzuhalten. Sie wird niemals einen Fehler zugeben wollen, sondern wird lieber einen begangenen Fehler nochmal wiederholen und nochmal wiederholen und ihn nötigenfalls vergrößern. Und das ist jetzt beim ESM ganz offensichtlich der Fall. Wie das so schön heißt, der permanente Rettungsschirm, da wird mit Billionen natürlich gehantiert und es wird alles versucht.
Innerhalb ihres Mandats wird die EZB alles tun, was notwendig ist, um den Euro zu schützen. Und glauben Sie mir, es wird ausreichen. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Griechenland drin lassen. Denn wenn Griechenland rausgeht, dann ist irgendwann schnell Portugal auf der Matte und dann wird man feststellen, dass Spanien eigentlich auch ein Problem hat und irgendwann landet man bei Frankreich. Frankreich ist für mich sowieso das gefährlichste Land für Deutschland. Aufgrund der Größe und aufgrund der Tatsache, dass dieses Land außerhalb von einigen tollen großen Unternehmen keinen Mittelstand hat. Also wir laufen in die Inflationsunion, um den Euro zu retten. Der ESM war für mich das Ende der Demokratie. Das ist wirklich, das hat es fast zum Überlaufen gebracht. Da könnte ich mich wirklich auch echauffieren, weil das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Das ist absolut antidemokratisch. Und dass die Bürger nicht zu Millionen auf die Straßen gegangen sind, verstehe ich nicht. Sie müssen überlegen, der ESM hat absolute Immunität. Nicht mal die Frau Merkel darf in die Bücher reinschauen. Nur der ESM kann sich selber die Immunität absprechen. Man kann ihn nicht vor das Gericht ziehen. Also für mich ist es das Ende der Demokratie gewesen und zeigt mir auch, in welche Richtung das Ganze geht, schon fast in eine Diktatur. Der Euro wird gerettet, koste es, was es wolle. Das hat Barroso damals gesagt. Er hätte ein bisschen ehrlicher und präziser sein sollen. Er hätte sagen sollen, der Euro wird gerettet, koste es die Deutschen, was es wolle. Ganz offen, wir sind nicht hier, um Nachhilfe in Demokratie zu kriegen oder darin, wie man wirtschaftet. Method whereby you vote for people who govern you, and then if you don't know what they do, you can get rid of them, turf them out and put somebody else in. But it was ironic because then your next sentence was, and that is why in Europe, facing the euro crisis, we must reinforce the community method. Now, for the public watching in on this, which increasingly they do, the community method means that laws are proposed in secret by unelected bureaucrats, people like you. Oh yes, I know, the European Parliament voted for you, but you were the only candidate that was offered to us. You know, that isn't democracy. So you're saying on the one hand democracy is good, but on the other, in Europe we can't have it, and that was reinforced. Mr. Verhofstadt, who comes from Belgium, who thinks all nation states should be abolished, well perhaps his own will be very shortly, is saying we want an economic union. Nobody has voted for it. Nobody has been asked whether they want it. You may vote for it, but the peoples of Europe have not voted for it. Ich bin dafür, dass eines Tages die Kommission so etwas ist wie eine europäische Regierung. Und ich bin dafür, dass der Rat so etwas ist wie eine zweite Kammer. Und ich bin dafür, dass das Europäische Parlament für die europäischen Zuständigkeiten eintritt. Anders wird es nach meiner Auffassung auf die lange Strecke gar nicht gehen. Die EU wird mir langsam unheimlich. Ich bin überzeugter Europäer. Ich habe lange im Ausland gelebt. Ich fand die Idee, die Grundidee gut. Aber die Auswirkungen und die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, machen mir persönlich Angst, erinnern mich brutal an Kommunismus, erinnern mich sehr an 1984, George Orwell. Und ich muss wirklich sagen, ein System, was praktisch sich Instrumente des damaligen Erzfeindes des Kommunismus herannimmt, um sozusagen sich zu etablieren, ist für mich ein gescheitertes System. Und momentan haben wir einfach Sachen erlebt, was ich mir als Kapitalist nie hätte vorstellen können, dass Kernländer, Mutterländer des Kapitalismus, Aktionäre enteignen, Unternehmen verstaatlichen, Banken verstaatlichen, Gewinne privatisieren und Verluste sozialisieren, ist für mich ein ganz klares Zeichen. Der Kapitalismus ist gescheitert. Wir haben das, was Kohl vermutlich damals gehofft hat, dass diese politische Union bald nachgebaut wird, wenn schon erstmal die Währungsunion da ist. Das hat man vollkommen versäumt. Man hat die Bürger in Europa nicht mitgenommen. Man hat in Europa, in Brüssel, einen Bürokratieapparat aufgebaut, der mit demokratischen Strukturen nichts zu tun hat, der die Bürger vollkommen ignoriert. Die Bürger haben kein Verständnis für Europa, sie verstehen nicht, was dort passiert, sie werden nicht gefragt, sie dürfen nicht mitbestimmen. Man hat auch von politischer Seite nur die zweite und dritte Garnitur dorthin entsandt. Das haben einige kleine Staaten in Europa anders gemacht, die haben ihre besten Politiker geschickt, aber gerade die Großen haben die Politiker geschickt, die sie zu Hause nicht mehr gebrauchen konnten. Und daraus konnte kein vernünftiges Europa entstehen, was notwendig gewesen wäre,
um die Sprengkraft einer gemeinsamen Währung bei unterschiedlichen Systemen auszugleichen. Und diese Probleme haben wir jetzt. Und jetzt stehen wir an dem Punkt, an dem wir eine ganz, ganz wichtige und schnelle Entscheidung treffen müssen, damit uns der ganze Laden nicht auf die eine oder andere Weise auseinanderfliegt. Für mich ist das ein Skandal. Und ich bin schon der Meinung, dass die gesamte deutsche Elite hier heute versagt. Und sie hat damals auch versagt bei einem anderen Ermächtigungsgesetz. Es dreht sich hier nur angeblich um ein finanzielles Ermächtigungsgesetz. Aber letzten Endes steht doch Europa auf dem Spiel. Als der Euro eingeführt wurde, war mir auch noch nicht derart bewusst, wie die Regierungen sich wie ein Krebs ausdehnen in der Welt und größer werden und die Privatwirtschaft eigentlich einen negativen Einfluss haben auf die Privatwirtschaft, vor allem durch ständige Eingriffe mit fiskalen und monetären Maßnahmen und auch mit Bestimmungen und neuen Gesetzen. Das war mir damals nicht so ganz bewusst. Aber über die letzten 10-12 Jahre habe ich doch gesehen, dass die Bürokraten in Brüssel eine katastrophale Bande von nutzlosen Menschen sind, die das Wirtschaftswachstum gehemmt haben. Und was mich ärgert und wundert zugleich, ist, dass die deutsche Öffentlichkeit und die deutsche Elite akzeptiert, dass man als Nebenprodukt von Euro-Rettungspaketen in ein zentralistisches Europa hineinläuft. Die Kritiker, die meinen, man müsse eine Konkurrenz zwischen allen Politikbereichen haben, den gehen ja in Wahrheit von dem Regelungsmonopol des Nationalstaates aus. Das war die alte Ordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Das wusste übrigens das Grundgesetz, da steht schon in der Präambel 1949 das Ziel, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen. Ich glaube, dass Europa große demokratische Defizite hat. Ja, alleine schon diese EU-Kommission ist kein wirklich demokratisches Instrument. Diese EU-Kommissare sind von den Menschen nicht gewählt, sie werden eingesetzt, sie werden nicht kontrolliert, sie können tun und lassen, was sie wollen. Das ist eigentlich ein Unding. Das heißt, die Politik ist aufgerufen, Europa demokratischer zu machen, als es jetzt ist. Sie tut aber leider das Gegenteil, sie macht es noch undemokratischer. Sie schafft Institutionen wie zum Beispiel den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Sie schafft eine europäische Wirtschaftsregierung, die weder vom Europäischen Parlament kontrolliert werden soll, noch von irgendwelchen nationalen Parlamenten. Und sie hört vor allem nicht auf die Menschen, die auf die Straße gehen und mehr Demokratie fordern. Und das ist für mich ein ganz, ganz besonderes Anliegen. Ich glaube, dass es eine ganz, ganz große Bereitschaft der Menschen in Europa gibt, für Europa zu kämpfen. Für ein neues Europa zu kämpfen, für ein anderes Europa zu kämpfen, aber für ein zutiefst demokratisches Europa zu kämpfen. Wie gesagt, ich bin überzeugter Europäer, aber das Europa, was gerade umgesetzt wird, ist nicht mein Europa. Wie kann es sein, dass Führungskräfte in unserer Europäischen Union nicht vom Volk direkt gewählt werden, sondern eingesetzt wurden? Manche Leute vergleichen das mit einer Räterepublik. Das Europa, was ich jetzt sehe, es macht mir Angst. Und als Demokrat kann ich es auch so nicht mehr unterstützen, was wir gerade machen. Wir schaffen unsere eigene tolle Idee, wo wir alle dahinter standen, gerade ab und treten es mit Füßen. Als banales Beispiel, wieso verdienen Tausende von Menschen bei der EU mehr wie unsere Kanzlerin? Heißt es, dass sie wichtiger wie die Kanzlerin sind? Oder herrschen in Europa nur andere Gesetze? Vielleicht ist das eine gute Idee. Momentan murksen die da zwar ein bisschen, aber aus der Sicht von 100 Jahren ist das vielleicht eine gute Idee. Deswegen, ich will nicht sagen grundsätzlich nein. Aber ich sage, man muss die Leute fragen. Zum Beispiel 2004 ist die Slowakei der EU beigetreten und vorher gab es ein Referendum und die Mehrheit der Bevölkerung hat gesagt, ja, wir wollen ein Teil der EU werden. Ich halte es für nicht mehr verantwortbar, dass wir ohne Volksabstimmung
derartige Transfers von Rechten weiter im Bundestag beschließen. Wir brauchen hier die Legitimation unseres eigenen Souveräns und das ist die Bevölkerung. Traut sich natürlich niemand, die Leute zu fragen, weil die Brüsseler Politiker nicht das geringste Vertrauen genießen. Man muss sich ja auch nicht wundern, ja, wenn die ständig ihr Wort nicht einhalten oder eigene Regeln brechen. Wer würde schon solchen Leuten vertrauen? Erinnern wir uns an Helmut Kohl. Die Entscheidung für den Euro war keine, die ihm damals Sympathien eingebracht hat. Oder auch bei Schröder zu sagen, wir machen jetzt Agenda 2010. Ja, sicherlich, solche Situationen gibt es immer wieder. Also wenn Sie immer erst eine von Ihnen erst zitierte Umfrage machen, was die Leute davon halten, dann könnten wir das nicht machen. Ich habe, wenn ich mal an die Gesundheitsreform denke, die ja auch noch nicht so überall populär ist, dann ist die Frage, ob wir zum Beispiel diesen Fonds machen, eine Frage, wo ich immer gesagt habe, die machen wir. Und der hat viele Vorteile und egal, was da jetzt geschrieben wird, was gesagt wird, das wird so gemacht und so gibt es in der Innen- und Außenpolitik immer solche Situationen. Sie erleben es fast täglich im Europäischen Parlament, wenn Sie diesen Rabauken Schulz, den jetzigen Europaparlamentspräsidenten, mal erleben, wie der mit Leuten umgeht, die der Meinung sind, dass wir ein Europa der Vaterländer haben sollten und kein Vaterland Europa. Ja, Gnade uns Gott. Man sieht deutlich, worauf wir jetzt hinsteuern. Und für mich ist es nicht übertrieben zu sehen, wenn ich sage, wenn wir so weitermachen, laufen wir eine EU-DSSR hinein. Und in die wollte ich nun wirklich nicht. Übrigens die ehemaligen Ostblockländer schon gar nicht. Mein großer Traum für Europa ist tatsächlich, dass wir eines Tages wirklich zu den Vereinigten Staaten von Europa zusammenwachsen. Aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das muss auf demokratischer Grundlage passieren. Das muss unter Volksbefragung passieren. Das muss mit demokratischen Strukturen passieren. So wie wir ein föderales System in Deutschland kennen. Wie wir Bundesländer haben, die eigene Verantwortung haben für ihre Bereiche. Aber die große Politik gemeinschaftlich gemacht wird. Und auch diese Teilnehmer von den Bürgern gewählt werden, von den Bürgern berufen und abgewählt werden und die dort mitentscheiden können. Und genau das brauchen wir in Europa. Auch hier müssen viele Bereiche in den alten Staaten bleiben, bei Deutschland, bei Österreich, in Spanien. Aber die großen gemeinsamen Entscheidungen, die müssen gemeinschaftlich in Europa getroffen werden. Aber diese Gremien, die müssen von den Bürgern gewählt werden, die müssen demokratisch entstehen. Hier muss eine gemeinsame europäische Bevölkerung entstehen. Sie sehen, das ist ein Utopia, das wir hier bauen. Davon sind wir leider noch Jahrzehnte entfernt. Wobei ich glaube, die Bürger sind viel näher an so einem Thema dran, wenn es so aufgebaut würde, da mitzumachen, als die Politiker. Die Politiker wären die Letzten, die dazu bereit wären, denn dazu müssten sie ihre Macht abgeben. Dass die Europäische Union keine 55 oder 56 Jahre alt ist, sondern lediglich 20 Jahre, wissen die meisten einfach nicht. Die Europäische Union wurde mit den Maastricht-Verträgen gegründet, also 1992. Sie wurde als Parallelkonstrukt zur damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gegründet, die wiederum umgetauft wurde in Europäische Gemeinschaft. Bis zum 1. Dezember 2009 waren alle sogenannten EU-Gipfel in Wirklichkeit EG-Gipfel. Arbeitsgrundlage der Räte in Brüssel war der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Gemeinschaft. Und erst durch den Lissabon-Vertrag, der die Europäische Gemeinschaft auflöste, wurde die Vertragsgrundlage der Brüsseler Räte und Kommissare der neue Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Wenn man sich ansieht, wann diese Europäische Union nun gegründet wurde und wann eine andere Union vorher zerfiel, nämlich die Sowjetunion, erkennt man, wie schleichend, wie perfide und in welcher auch geschickten Zeitlupe die Europäische Union sich der Struktur einer Sowjetunion, einer kapitalistischen Sowjetunion angenähert hat.
Das würde zumindest einfallen unter den Voraussetzungen, die wir momentan vorfinden in Europa. Wir sehen ein rein bürokratisches System mit Leuten, die nicht gewählt wurden, die abgesandt wurden, die dahingeschickt wurden, von wem auch immer. Das ist kein demokratisches Strukturprinzip, was wir in der Europäischen Union haben. Und solange das bestehen bleibt, solange ist das mit den Vereinigten Staaten von Europa auf jeden Fall extrem kritisch zu sehen. Wir brauchen ein demokratisches Europa, das die Menschen mitnimmt, wo die Menschen entscheiden, was in Brüssel passiert, wo die Menschen in Europa entscheiden, wer dorthin geschickt wird, wer die eigenen Interessen vertritt. Wir müssen uns darüber natürlich im Klaren sein, dass ein solches Europa nicht ein deutsches Europa wäre, sondern es wäre ein europäisches Europa. Es wären auch die Meinungen, die Mentalitäten, auch die wirtschaftlichen Mentalitäten der Spanier, der Italiener, andere, deren wir vielleicht nicht so folgen würden, mit dabei. Und wir müssten auch da Abstriche machen. Also es wäre nicht so, dass dann ein Europa nach deutschem Vorbild wäre, sondern ein europäisches Europa. Ob das schlechter oder besser ist, darüber können wir dann gerne streiten. Aber wir brauchen ein demokratisches Europa und kein zentralistisches wie in den Sowjetrepubliken, wo einfach bestimmt wird, hier ein Zentralkomitee oder in China, hier sind jetzt ein paar, die dahingestellt werden und die haben jetzt zu machen und haben am besten noch Immunität und dürfen nicht angegangen werden, sondern das muss demokratisch aufgebaut werden. Alles andere kann nicht funktionieren, wird auch von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden. Wir haben die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ein Land, was seit über 200 Jahren funktioniert, mit einer Währung. Und die haben auch völlig unterschiedliche Wirtschaftsgebiete. Durchaus unterschiedlich wie auch in Europa. Süditalien gibt es dort wie auch Norditalien. Oder sagen wir das Ruhrgebiet wie Südspanien. Aber niemand in den Vereinigten Staaten von Amerika kommt auf die Idee, dass das überschuldete Kalifornien jetzt Hilfen von Texas haben müsste. Das ist sowas von absurd und auch verfassungsmäßig gar nicht vorgesehen. Das kommt nicht vor drüben. Aber wir tun das schon, obwohl wir noch lange von einer solchen zentralistischen Regierung entfernt sind. Hier können Sie sehen, wie stark oder wie das Pferd falsch aufgezäumt wurde. Es gibt Räte, die die Gewaltenteilung schon jetzt umgehen. Verordnungen der Räte werden bei uns sofort gesetzt, ohne Diskussion. Richtlinien müssen durch eigene Gesetzgebung umgesetzt werden. Die Vorratsdatenspeicherung ist eine EU-Richtlinie, der sich diese immer noch souveräne Republik verweigert hat. Das muss man mal ganz klar sagen. Es stellt sich einfach irgendwann die Machtfrage zwischen den Mitgliedstaaten dieses Staatenbundes und dem Staatenbund und seinen Organen selbst. Nein, ich möchte keine Vereinigten Staaten von Europa. Und soweit ich weiß, wollen das auch viele Länder in Europa nicht. Die hatten mit Moskau schon die Nase voll und wollen nicht in Zukunft von Brüssel vorgeschrieben bekommen, was sie zu tun haben. Und man darf eins nicht vergessen, die Sowjetunion, auch Jugoslawien, sind ja nicht daran gescheitert oder nicht nur daran gescheitert, dass sie den Kommunismus und den Sozialismus hatten. Sie sind auch daran gescheitert, dass sie einen Vielvölkerstaat versucht haben, unter einer ideologischen Überschrift zusammenzuzwingen. Und das Erste, als die Ideologie verschwand, ist, die sind alle auseinandergefallen. Und genau das wird mit den Vereinigten Staaten von Europa passieren. Mit der Eurozone. Immer dann, wenn man Regionen, unterschiedliche Kulturen unter einem künstlichen Oberbegriff zusammenzwingt, in diesem Fall ist es ja der Euro, dann schaffen sie neue Zentrifugalkräfte, die das alles auseinandersprengen. Und eigentlich sehen wir das ja schon beim Euro. Denn inzwischen sind wir ja in Europa zur unbeliebtesten Nation geworden, als Folge des Euro. Würden Sie Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie die Menschen nicht von diesem europäischen Gedanken in einem gemeinsamen europäischen Haus überzeugen können? Die Nein. Menschen in Deutschland? Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin davon überzeugt, dass Europa gut für uns ist. Ich will vielleicht noch mal daran erinnern, 7 Milliarden Menschen auf der Welt, 500 Millionen Europäer, 80 Millionen Deutsche. Wir machen 1% aus, noch 1,2% der Weltbevölkerung. Wir brauchen eine Gemeinschaft, in der unsere Ideale, Meinungsfreiheit, Freiheit insgesamt, Pressefreiheit, Demokratie ganz normal sind und mit denen wir auf der Welt für diese Dinge kämpfen können. Einer allein
schafft es nicht. Und deshalb ist Europa nicht nur eine Frage von Krieg und Frieden, sondern auch eine Frage, wie wir uns in der Welt, in der globalen Welt, mit immer mehr Menschen gut behaupten können. Und das lohnt jede Anstrengung. Wir müssen Europa diskutieren, doch nicht den Euro. Und es muss doch mal jemandem auffallen, dass der Euro inzwischen dazu geführt hat, dass der Zwist und der Streit in Europa sich immer mehr ausbreitet. Das heißt, selbst die politischen Ziele des Euro werden nicht mehr erfüllt. Der sorgt nicht mehr für Frieden und Integration. Der sorgt für Zwist, Zwietracht und Neid. Wir erleben es ja. Vor der Griechenland-Krise war Deutschland die beliebteste Nation in Griechenland. Heute sind wir dort die am meisten verhasste. Also für mich ist der Worst Case genau das, was jetzt passiert. Und es wird wirklich Zeit, dass die deutsche Öffentlichkeit mal rein Wein eingeschenkt bekommt von den Ökonomen, von den Wirtschaftsredaktionen und natürlich auch von den Politikern und von meinen Kollegen. Unter vier Augen sind sich inzwischen alle einig. Ich höre immer mehr Zustimmung zu meinen Thesen, dass wir uns auf dem Weg in eine Transferunion befinden, dass wir dort schon sind. Inzwischen erfahre ich auch immer mehr Zustimmung zu der These, dass das letzten Endes zu Eurobonds führen muss und dann zu einer Schuldenunion. Und am Schluss wird das in eine Inflationunion ausarten. Das ist für mich der derzeitige Weg, auf dem die Bundesregierung sich befindet, zusammen mit den meisten anderen Mitspielern in Europa. Und was mich ehrlich gesagt wundert, ist, dass so viele Ökonomen es inzwischen wissen und meine Diagnose für den Euro-Patienten genauso teilen wie meine Prognose. Aber niemand, nicht einer, ist bereit, sich mal über eine alternative Therapie für den Euro-Patienten Gedanken zu machen. Das Worst-Case-Szenario für Deutschland ist, dass sie weiterhin Länder wie Portugal, Italien und Spanien und Griechenland stützen. Denn das wäre natürlich eines Tages vom deutschen Steuerzahler bezahlt werden, oder? Das muss man ganz klar sehen. In der einen oder anderen Art, vielleicht der typische Bürger, wird das nicht so genau realisieren. Aber sagen wir, seine Realeinkommen könnten dann fallen, also mit anderen Worten, die Lebenskosten steigen stärker an als die Löhne. Oder seine Steuern werden erhöht. Oder das Wirtschaftswachstum durch die überhöhte Verschuldung wird dann gedrosselt, und zwar massiv. Ja, der Worst Case ist klar. Ich meine, Griechenland ist bankrott. Portugal ist de facto auch bankrott. Der Worst Case wäre, wenn jetzt Spanien folgte und dann vielleicht ein Land wie Italien, dann wäre nichts mehr zu retten. Das wäre politisch, wären die Folgen verheerend, weil die Idee von Europa, glaube ich, unheilbar beschädigt wäre an dem Punkt. Man müsste ganz Europa eigentlich politisch neu aufstellen. Wirtschaftlich wären die Folgen auch verheerend, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Sparvermögen verloren werden. Sehr, sehr viele Alterssicherungen vielleicht verloren werden, wenn es dazu käme. Man müsste, weil die ganze Folge der Garantien, die wir inzwischen eingegangen sind, ja im Moment gar nicht absehbar ist. Das heißt, es gibt ja Berechnungen darüber, wenn wir diese Milliardengarantien, wenn die gezogen würden, wenn die tatsächlich fällig werden, was bedeutet das eigentlich? Ja, könnte die Bundesrepublik dieses Geld aufbringen? Ja, das heißt zwar jetzt immer, Europa garantiert für die Hilfen, sozusagen gesamtschuldnerisch, das heißt, alle müssen helfen. Aber letztlich gibt es ja in Europa nur eine Handvoll oder vielleicht nicht mehr eine Handvoll Staaten, die in der Lage sind, dafür gerade zu stehen. Das sind Deutschland, Niederlande und vielleicht noch ein paar andere Länder, vielleicht Frankreich. Also das, was jetzt passiert, ist völlig klar. Irgendwann endet das in einer gewaltigen Inflation. Das ist für mich das Szenario, auf das die Politik jetzt hineingegangen ist. Überschrift Zeit kaufen. Zeit für was? Ja, doch nicht etwa für Reformen. Man kann mir nicht erzählen, dass man sich gegen die Maastricht-Kriterien ohne weiteres wenden konnte. Man konnte sich darüber hinwegsetzen. Und jetzt kommt man mit viel größeren Bedingungen und viel
schlimmeren Auflagen und verspricht uns, sich an die halten zu wollen. Das ist völlig unglaubwürdig. Und Worst Case ist, dass es dann doch zu einem Zusammenbruch kommt, dass die höhere Inflation entweder außer Kontrolle gerät, dass wir eine Hyperinflation bekommen, eine wirklich massive Geldentwertung, oder dass es zu irgendeinem Zusammenbruch kommt, den sich heute noch niemand richtig gut vorstellen kann. Also dass zum Beispiel Spanien Zahlungsunfähigkeit erklärt, weil Spanien ist durch kein Geld zu retten. Spanien ist nach den Vereinigten Staaten das Land mit der höchsten Auslandsverschuldung, auch dank Euro, hauptsächlich dank Euro. The worst case is what's probably going to happen. Greece will leave. Some politician in Greece is going to say, I will save you. Let's get out of the euro. Get out of the euro, and which would be very bad for Greece. For the last two, Greece got independence in 1832. Most of the time since 1832, the Greeks have had a bad economy. They haven't had great growth or anything else. They'll go back to the same old way. Would not be good for Greece. But then some politician in another country is going to say, ah, I can win the election by getting out of the euro. So he will run and say, I will save us. Let me get you out of the euro. Then another country, and then you'll have three or four or five, at which point everybody is taking such big losses and the trauma is so bad that the euro will fall apart and you will have one of the worst economic problems that we've had, certainly in the 21st century, but probably in over 100 years. Eine dritte Variante eines Worst-Case-Szenarios ist die Europäische Zentralbank selbst. Das ist die Institution in der Zwischenzeit, die der gemeinsamen Währung Euro am meisten schadet, eben durch dieses Fluten mit Geld, also diese LTROs, zweimal je 500 Milliarden Euro, im Dezember einmal, Ende Februar das zweite Mal. Dazu kommen die Tage 2 Verbindlichkeiten und Forderungen, die in der Gesamtsumme zwar null sind, das ist schon richtig, aber die Südländer sind bei 800 Milliarden Verbindlichkeiten und Deutschland, nur Deutschland ist bei 600 Milliarden Forderungen, 615 oder so, was ist der aktuelle Betrag. Und wenn es zum Beispiel zum Zerfall der Eurozone kommt, niemand kann heute sagen, wie Deutschland zu diesem Geld kommt. Das ist ein Rechtsvakuum und, oder ein rechtliches Vakuum. Und niemand wird jetzt scharf drauf sein, das irgendwie zurückzuzahlen. So everybody is hoping that the next election comes and everything will be okay. And then the Tooth Fairy is going to come and save everybody. Let me tell you, the Tooth Fairy is not coming. If the Tooth Fairy is coming, I hope she comes to see me too. Also es gibt allerlei für Zusammenbrüche, die denkbar sind. Und deshalb sage ich eigentlich den Anlegern, sie müssen sich vorbereiten, dass eines Tages ihre Kreditkarte nicht funktioniert und die Bank vielleicht geschlossen ist. Oder wenn sie zur Bank gehen, kriegen sie das Geld nicht temporär und so weiter und so fort. Und deshalb ist es vielleicht angebracht, dass Einzelpersonen doch einen Teil ihres Vermögens in physischem Gold aufbewahren. Man muss sich immer fragen, als Deutscher, zwei Fragen muss man sich stellen. Die eine Frage ist, wer profitiert von der Inflation? Und die Antwort auf die Frage ist ganz einfach, immer der Schuldner. Die zweite Frage ist dann, wer ist der größte Schuldner? Nun, mit zurzeit über 2 Billionen, ist es der Staat. Und damit haben Sie die Antwort auf die Frage gefunden. Wer profitiert von der Inflation und wer wird sie anzetteln? Das ist der Staat. Was wir im Moment machen, ist für mich das Horrorszenario schlechthin. Denn wir machen jetzt eine Schuldenunion, ohne eine politische Union zu machen. Das bedeutet, jeder macht weiter bisher, wie er will. Die Einflussnahmen auf die anderen Länder sind vernachlässigbar. Das, was jetzt im Rahmen eines sogenannten Fiskalpaktes beschlossen wurde, das ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Das ist eine Volksveräppelung und nichts anderes. Das ist absolut unwirksam, hat keine Auswirkungen. Und jeder macht weiter wie bisher, aber alle haften füreinander. Und das ist die schlimmste aller Welten, denn das führt für alle in die Katastrophe. Die zweite Variante, die wir noch machen könnten, wäre zu sagen, wir lösen zumindest diesen Haftungsverbund wieder auf, wir lösen diese gemeinsame Währung in Teilen oder komplett wieder auf.
Es ist ein Unfug zu behaupten, dass Europa zerbricht, wenn der Euro zerbricht. Wie muss man sich das vorstellen? Der italienische Stiefel treibt gegen Tunesien. Das ist nicht realistisch. Wir haben auch vor der Euro-Einführung in Europa mit der Europäischen Union wunderbar zusammengearbeitet. Jeder hat seinen Haushalt verantwortet, jeder war für sich verantwortlich, aber man hat sehr eng zusammengearbeitet in vielen Bereichen. Es gab Länderstrukturreformen, es gab Ausgleichszahlungen schon von Anfang an der Europäischen Union. Es gab europäische Projekte großer Zahl. Also es ist Blödsinn zu behaupten, dass Europa zerbricht, wenn der Euro nicht mehr da wäre. Wir könnten auf diesen Status der Europäischen Union zurückgehen. Auch jetzt haben wir 27 Staaten in der Europäischen Union und davon haben 10 keinen Euro. Ich sehe nicht, dass wir da Probleme in der Zusammenarbeit haben mit diesen Staaten, die keinen Euro haben. Also es geht auch ohne den Euro. Wir müssen uns entscheiden. Wir gehen wieder einen Schritt zurück. Jeder macht, was er will in seinem Haushalt und man arbeitet eng zusammen wie unter guten Freunden. Oder wir gehen eine gemeinsame Ehe ein und entscheiden gemeinsam über die Haushalte, über die Einnahmen, über die Ausgaben, über die große gemeinsame Politik. Wir gehen den Schritt noch weiter aufeinander zu, mit allen Konsequenzen. Die schlechteste Variante ist die, die wir jetzt wählen, nämlich nur die Schulden, die Haftung füreinander gleichzusetzen, ein gemeinsames Konto aufzumachen, wie in einer Ehe, aber trotzdem jeder bleibt in seiner Wohnung leben und macht weiter wie bisher. Und das führt dann für alle am Ende in die Katastrophe. Deshalb, wir müssen uns entscheiden, rechts um den Sumpf rum oder links um den Sumpf rum. Für beides gibt es gute Argumente. Beides kann man vertreten und kann man dafür sein. Aber durch die Mitte zu gehen, das ist die schlimmste Variante, denn mitten durch den Sumpf führt in die Katastrophe. Wer sagt denn, dass Europa eine gemeinsame Währung haben muss? Wer sagt denn, dass Europa ein gemeinsamer Wirtschaftsraum sein muss? Wer sagt denn, dass es kein Europa geben kann unterschiedlicher Nationen, ja, mit nationalen Souveränitätsrechten? Europa, die Idee von Europa ist unter solchen Bedingungen entstanden. Europa war kein Währungsraum, Europa war kein gemeinsamer Wirtschaftsraum. Europa war die Idee von Menschen, es war die Idee vom friedlichen Miteinander. Lassen Sie mich das Szenario B beschreiben. Man könnte dafür sorgen, dass Griechenland zum Beispiel austritt. Oder man könnte dafür sorgen, dass Griechenland von sich austreten möchte. Das würde durchaus gehen. Das hat natürlich große Nachteile. Es hat das große Risiko, was ich auch nicht selbst beurteilen kann, dass es nicht nur in Athen sofort zu einem Sturm auf die Banken führen würde, sondern am nächsten Tag in Lissabon und dann in Rom und dann in Madrid und dann vielleicht in Paris und was weiß ich, was dann alles passieren würde. Am Schluss dieses Chaos würde wahrscheinlich die Wiederherstellung der einzelnen Währungen passieren. Und wir hätten sicherlich ein oder zwei Jahre eine gewaltige Rezession in Europa mit steigender Arbeitslosigkeit und so weiter. Für mich ist es aber immer noch besser als das, was die Regierung jetzt macht. Wenn man so will, ein Ende mit Schrecken, immer noch besser als ein Schrecken ohne Ende. Und dann gibt es ein drittes Szenario, für das ich mich seit ungefähr 18 Monaten einsetze und inzwischen bin ich auch nicht mehr ganz so allein. Das Szenario geht so, wir können Griechenland nicht rausschmeißen. Das sieht der Vertrag auch gar nicht vor. Und wir können dieses chaotische Szenario auch nicht kontrollieren. Aber was wir können, ist, dass wir zusammen mit 3, 4 anderen Ländern, die sich an die alten Maastricht-Kriterien halten wollen, die die alte Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank wiederhaben wollen, die kein Eurobond wollen, die keine Vergemeinschaftung der Schulden wollen, dass die austreten und den Euro da lassen, wo er ist, und ihren eigenen Euro gründen. Ich habe immer mal gesagt, Arbeitstitel Nordeuro. Diese Währung würde sicherlich anders heißen. Auch das ist kein einfaches Szenario. Auch das kostet uns sehr viel Geld. Auch das kostet sehr viel Überwindung und ist nicht ohne politische, ich will mal sagen, ohne ein politisches Erdbeben zu schaffen. Aber wenn ich diese drei Szenarien miteinander vergleiche, dann halte ich das letztere Szenario immer noch für das Beste, weil es die deutsche Politik wieder in die Lage versetzt, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Also die Politiker in Deutschland, die tun so, als wäre die Krise unter Kontrolle und es wäre auf gutem Weg. Das ist nicht so, dass man wird das sehen. Wenn Sie sich, egal welche Figures, egal welche Zahlenreihen Sie sich anschauen, dann werden Sie sehen, es bläht sich immer mehr auf. Schulden werden mehr,
Target 2 wird mehr, LTRO wird mehr, alles wird mehr. Irgendwann platzt das ja. Und niemand kann sagen, was passiert, wenn das platzt, aber es kann durchaus sein, dass sich genug starke politische Kräfte in Deutschland finden, die sagen, okay, jetzt müssen wir, egal was es kostet, wir hören mit dem Wahnsinn auf und lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. If they did it now, if Mrs. Merkel, if somebody got all the countries and the banks into a room, this is what they did in Scandinavia in the early 90s. Everybody got into a room and they said, okay, now we got to start over. You're going to lose money. You're going to go out of business. You're going to survive. We'll take your assets and reorganize them and try to save them. It's not going to be fun, but it's organized and controlled, a controlled bankruptcy. So if someone, if the Tooth Fairy got everybody in the room and said, okay, now we're going to do this in an organized way, it could save everything. It would be spectacular for the world. It's not going to happen that way. Best case scenario ist die Inflation. Ist, dass man die Inflation unter Kontrolle wird halten können. Weil wenn wir, sagen wir mal, 10 Jahre hintereinander eine 10-prozentige Inflation haben, dann geht mehr als die Hälfte des Wertes verloren. Wiederum bezahlen das die Leute, aber es kommt eben zu keinem Zusammenbruch von ganzen Systemen, egal ob jetzt Währung oder Interbankenmarkt und so weiter. Und das ist zwar schon schlimm genug, weil da eben die gewöhnlichen Leute bestohlen werden, weil die Reichen, die halten ihr Geld nicht in Geld, also ihr Vermögen nicht in Geld, sondern kaufen Gold, kaufen Aktien, kaufen Immobilien und so weiter oder haben Firmenanteile oder besitzen eine Firma. Und da kann man sich schon gegen Inflation schützen. Aber die armen Leute, die ihr ganzes Einkommen auch ausgeben oder das meiste davon, die können sich nicht gegen die Inflation schützen. Natürlich ist die Inflation bei den Preisen viel schneller oder schneller als bei den Gehältern. Die Gehälter, die laufen immer nach, wenn es eine höhere Inflation gibt. Und so werden die eben bestohlen. Die zig Millionen oder Hunderte von Millionen Einwohner von Europa. Das ist das best case. The best case scenario is, and it would be wonderful, the best case would that Greece goes bankrupt, 3 or 4 of them go bankrupt, banks lose a lot of money, bondholders lose a lot of money, be terrible pain. Don't think this would be fun. We would have 2 or 3 years of pain, as they did in Scandinavia, America, and other places, and then we could start over. And then the euro would be the strongest currency in the world, and one of the strongest currencies in history, but it's because people would know they're serious in Europe. They're not going to let them spend money that they don't have. They're not going to let them lie about their finances. They're going to make people run economies the way they're supposed to be run. That would be the currency which would replace the dollar, would take over the world as in the 21st century reserve currency and medium of exchange. Ja, mein Best-Case-Szenario wäre eigentlich, die Bürokratie in Brüssels aufzulösen und alle Länder aus der Eurozone rauszuschmeißen und nur noch Deutschland in der Eurozone zu haben. Und dann hätten sie einen Euro, der eine starke Währung wäre und man könnte diese Währung mit dieser Währung immer noch überall in Europa handeln, ist ja auch im Dollar. Sie haben einen Dollar auf der Welt. Alle Rohstoffpreise sind im Dollar ausgedrückt und sie handeln im Dollar. Sie kaufen Öl im Dollar ein und verkaufen Öl im Dollar ein. Aber diese Länder haben auch eigene Währungen. Und in Südamerika, wenn sie Weizen kaufen oder Kaffee verkaufen, geschieht das im Dollar. Aber sie haben eine eigene Währung. Da könnten alle diese europäischen Länder eine eigene Währung haben und eine eigene Finanzpolitik und eine eigene Geldpolitik und aber immer noch als Reservewährung den Euro benutzen. Das würde etwas helfen, aber Sie müssen verstehen, die Unterstützungspakete für Griechenland sind nicht für Griechenland. Das sind für die idiotischen Banken, die voll von griechischen Obligationen sind. Und die Regierungen haben diesen Banken noch gesagt, kauft sie.
Und jetzt, die Unterstützungspakete gehen darauf aus, dass die Europäische Zentralbank diesen Banken Kredite gibt, mit der Auflage, dann die Staatsobligationen von bankrotten Staaten zu kaufen. Ich meine, das ist ja hirnwütig. Oh, das Best-Case-Szenario, dass morgen die Lösung einfällt und dass die Politiker morgen eine 180-Grad-Kehrtwende machen und auf heiterem Himmel eine Lösung auf die Erde fällt, aber davon gehe ich nicht aus. Es gibt keine Lösung. Die Krise begleitet uns seit 2008. Die Einschläge kommen immer näher, werden immer heftiger. Und wenn es eine Lösung geben würde, hätte uns die Politik schon längst präsentiert. Es gibt keine Lösung. Die Lösung wird der Crash sein. Das Worst-Case-Szenario ist Krieg. Ganz klar. Wenn man in die Vergangenheit schaut, bei allen wirtschaftlichen Verwerfungen war immer die Lösung Krieg oder Bürgerkrieg. Und wir schaffen gerade Nährboden für Extremisten, Separatisten, Nationalisten und eventuell für bürgerkriegsähnliche Zustände. Szenario, ich glaube, da wollen wir gar nicht dran denken. Aber überlegen Sie sich mal, ein Kanzler, Kanzlerin tritt in Zukunft vor den Fernseher und erzählt den Leuten, liebe Leute, eure Rente ist weg. Eure Lebensversicherung, Rentenversicherung und das Geld auf dem Sparbuch auch. Ich glaube, da haben wir ein Worst-Case-Szenario, das wir uns beim Weiten noch gar nicht vorstellen können. Noch schlimmer ist, wenn das ganze Problem mit dem Krieg gelöst wurde. Wir blicken in die Vergangenheit und da wurden solche Probleme immer mit Kriegen gelöst. Spiel gezogen, von der Politik betrogen, die nur ihren Lohn will und sich Lobbyisten holen. Von den Finanzkartellen, die sich dann Gesetze schreiben. Ich weiß nicht, was sie mit demokratischen Prozessen meinen. Echte Scheiße, denn bitte wer beauftragt einen Fuchs, wenn man einen Hühnerstall bewachen muss? Auch wenn das alles gar nicht lustig ist, weil das, was auf dem Spiel steht, nichts weniger als unsere Zukunft ist. Sag mir nichts, sie wussten's nicht, denn die Folgen waren schon lange klar. Doch man kehrte sie einfach unter den Tisch, so lang bis es dann schon zu spät für eine Umkehr ist. Mach dir keine Illusion, dass es nicht auch uns erwischt. Doch man ist stumm und blickt willentlich weg und wiederholt nur die Phrasen ohne Inhalt im Text. Mir wird dabei schlecht, denn wie es bald auch hier aussehen könnte, sehen wir doch alles schon in Griechenland jetzt. Dann heißt es und wir dürfen dafür brechen. Die Zukunft verspielt und der Bürger zahlt die Zeche. Wäre Lügen ein Verbrechen, dann wäre ich mir sicher, werd die wohl von morgen früh schon lebenslänglich hinter Gittern. Und wir dürfen dafür brechen. Die Zukunft verspielt und der Bürger zahlt die Zeche. Und weil Sprüche uns nicht retten, ändert sich nichts. Europa bleibt bestehen, auch wenn die Währung zerbricht. Erst stampften sie Maastricht ein, das sollte erst der Anfang sein. Die No-Bailout-Klausel folgte dann im Mai. Heute stehen wir fast allein für die Schulden von allen ein und machen gleich für die Schulden Union die Bahnen frei. Tage 2, glaub mir, wenn dieser Faden reißt, kann ich dir versprechen, dieser Knall wird gewaltig sein. Aber nein, mach dir bitte keine Sorgen, es ist 5:12, also was interessiert uns morgen? Game Europa. Er war leider ein Fehlkonstrukt, es gibt manchmal Dinge, die man einfach zugeben muss. Für manche zu schwach und für andere zu stark, doch am Ende für alle nur wie ein Zwangsjackensack. Und die Bank und der Staat wissen's genau, doch keiner will der Buhmann sein. Und so spricht man's nicht aus und so nimmt man dich aus, bis aufs letzte Hemd. Du bist der Letzte, der das ganze Spiel bis jetzt noch stemmt. Dann heißt es Game Over. Und wir dürfen dafür
Session. Die Zukunft verspielt und der Bürger zahlt die Zeche. Wäre Lügen ein Verbrechen, dann wäre ich mir sicher. Wär die wohl von morgen früh schon lebenslänglich hinter Gittern. Und wir dürfen dafür blechen. Die Zukunft verspielt und der Bürger zahlt die Zeche. Und weil Sprüche uns nicht retten, ändert sich nichts. Europa bleibt bestehen, auch wenn die Währung zerbricht. Schon heute redet man von Lastenausgleichen. Du weißt, was sie da meinen, das heißt Massen enteignen. Was glaubst du, machen die meisten, wenn ihnen die Banken die Scheine am Automat nicht mehr reichen? Das wird alles nur kein Spaß, der sich wiederholt. Wenn sie irgendwann bald da ist, die Inflation bald auch eine Rezession und danach eine Depression. Denn dann sehen auch schon bald alle Menschen rot, wenn fast keine Rente droht für Arbeit, gesenkter Lohn, Arbeitslosigkeit. Wenn jeder Faktor von den Lebenserhaltungskosten steigt, Lebensstandard geht dann ein. Nur die Steuern heben man und sie werden dir nicht sagen, dass es nur ihr Fehler war. Dann bleibt zu hoffen, dass die Politikpuppen all die Wut nicht ablenken auf Minoritätsgruppen. Denn diese Teufelszeit hat's hier schon gegeben. Und diese Seelen des Planeten wollen wir niemals erleben. Dann heißt es Game Over. Und wir dürfen dafür blechen. Die Zukunft verspielt und der Bürger zahlt die Zeche. Wäre Lügen ein Verbrechen, dann wäre ich mir sicher. Wär die wohl von morgen früh schon lebenslänglich hinter Gittern. Game Over. Und wir dürfen dafür blechen. Die Zukunft verspielt und der Bürger zahlt die Zeche. Und weil Sprüche uns nicht retten, ändert sich nichts. Europa bleibt bestehen, auch wenn die Währung zerbricht. Game Over. Game over. Game Now available at Amazon or at eupoly.com.